Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Ich habe das hier immer schon so ein bisschen beobachtet, wie die Leute hier eintrudeln. Wir sprechen heute wieder ein bisschen über eure Tattoo-Arbeiten. Ich sag's mal einmal so kurz vorweg für die Leute, die Bilder schicken wollen. Ich mache das nur noch mit Bildern von den Kanalmitgliedern. Wir haben das in zwei Versionen versucht und eigentlich halten sich irgendwie nur die Kanalmitglieder so ein bisschen an die Regeln. Deswegen bleibt dieses über die Arbeiten sprechen den Kanalmitgliedern vorbehalten. Ja, und zwar geht's hier um diesen Helm. Über diesen Helm haben wir ja das letzte Mal gesprochen. Ich finde die Schattierung wirklich, wirklich gut. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob du vielleicht hier oben hättest noch reingehen können, ne? Dass du das hier auch noch mit rausziehst. Das hättest du vielleicht noch machen können. Aber ansonsten, der Übergang hier, der ist wirklich gut. Also da kann man nichts sagen. Das wäre jetzt natürlich ein Tattoo gewesen, da hättest du das noch ein bisschen ausreizen können. Du siehst hier zum Beispiel deine einzelnen Punkte. Versuch mal, deine Maschine ein bisschen schneller zu stellen. Einfach schneller stellen und auch ein bisschen, wenn du anfängst zu schattieren, du stellst deine Maschine ein, du stellst deine Nadeltiefe ein, so wie du denkst, wie es richtig ist. Und dann fängst du an zu schattieren. Wenn du merkst, du bekommst hier diese Riefen rein, diese kleinen hier, hier in dem Bereich sieht man das auch ziemlich gut. Du hast immer hier solche kleinen Streifen drin. Dann liegt das daran, dass eins davon zu langsam war. Entweder musst du deine Maschine schneller stellen. Wenn du schattierst, dann muss deine Handbewegung zur Maschinengeschwindigkeit passen. Du kannst zum Beispiel deine Maschine ganz langsam stellen, weil man hört ja oftmals, dass die Leute sagen, Linien ziehen, irgendwas bei 8 oder 9 Volt und schattieren irgendwas bei 6 oder 7 Volt. Das ist immer so super allgemein gehalten, aber ich finde, das ist keine richtige Aussage oder das ist in meinen Augen eine falsche Aussage. Denn wenn ich eine Linie ziehe und ich stelle meine Maschine auf 9 Volt, dann muss ich dementsprechend auch schnell ziehen. Und beim Schattieren ist es genau dasselbe. Wenn du deine Maschine runterstellst auf 6 Volt oder so und du machst aber diesen hier mit der Geschwindigkeit, dann bekommst du Nadelstreifen rein, weil die Maschine gar nicht so schnell hinterherkommt, wie du deine Bewegung machst. Das ist ein Pinsel, ein Tuschkastenpinsel und ein weißes Blatt Papier. Du nimmst deinen Tuschkastenpinsel, tunkst ihn in die Farbe rein und ziehst langsam deine Linie. Dann siehst du, wie die Farbe schön gleichmäßig verläuft. Du machst genau dasselbe und ziehst einmal schnell rüber. Dann hast du immer Brüche zwischen bei dieser Farbe, weil das alles nicht so schnell abgeben kann. Und genauso ist das beim Tätowieren auch. Und da muss ich, wenn ich anfange, solche Sachen zu schattieren, dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wie ist die Haut. Wenn du eine Hautstelle hast, hier oben drauf zum Beispiel, dort ist die Haut viel härter, als sie hier ist. Das heißt, hier schattiert sich das ein bisschen schwieriger als auf der Innenseite. Deswegen machen unheimlich viele Menschen gern Porträts hier so auf der Innenseite. Und dann fängst du an, das alles einzustellen, so wie du dir das denkst. Dann nimmst du deine Farbe und fängst an zu schattieren. Dann wischst du das weg und schaust dir erstmal an, wie sieht denn das aus? Habe ich Nadelstreifen drin? Alles klar. Ich stelle mal ein bisschen die Maschine schneller. Dann machst du weiter. Du siehst, in dem Bereich bleiben die Nadelstreifen. Die kriegst du da erstmal nicht weg. Zumindest nicht mit diesem Farbton. Du gehst halt einfach einen Schritt weiter. Machst das und wenn du siehst, die Nadelstreifen werden weniger, dann kannst du dir aussuchen. Entweder machst du deine gesamte Bewegung einfach ein bisschen langsamer oder du stellst die Maschine noch einen Ticken schneller. Und so arbeitest du dir da raus und dann bekommst du auch nicht diese Nadelstreifen hier so rein. Ja? Aber alles andere, das ist gut gemacht hier. Auch hier so schön dieser Übergang hier, dass du hier oben wieder heller wirst. Hier musst du dir anschauen, wenn es abgeheilt ist, wirst du sicherlich hier drin so einen schwarzen Streifen kriegen. Das Problem ist halt, wenn das ganz frisch ist, dann sieht das alles immer gut aus. Ja? Aber wenn es dann abgeheilt ist, dann hast du zum Beispiel diesen Bereich hier, ja? Dass diese Stellen hier, das wird fleckig. Ja? Und das siehst du nachher auch, wenn das abgeheilt ist, dann hast du dort eine dunklere Stelle als bei den anderen Bereichen. Aber alles in allem finde ich das sehr gut hier. Also schön umgesetzt. Ich würde auf jeden Fall diesen Bereich hier, das würde ich noch zumachen. Das hast du irgendwie vergessen. Ja?
Aber alles andere. Und wenn, dann kannst du auch nochmal mit einem hellen Farbton, kannst du gleich nochmal hier so schön hochschattieren. Das ist eine ideale Stelle, um das so ein bisschen zu üben, ja. Und solange wie der Kunde noch kann und du noch Lust hast, einfach nochmal ein bisschen weiter schattieren. Hier drin den Helm, das kannst du auch nochmal ein bisschen dunkler rausgehen hier, weil das liegt ja tiefer, ja. Das liegt tiefer von der Optik her. Also macht das nicht viel Sinn, dass dieser Bereich dunkler ist als dieser Bereich. Der liegt weiter hinten, also müsste er dunkler. Aber alles andere ist sehr gut. Gefällt mir gut. So, jetzt gehen wir aufs Nächste. Hier kommt noch ein Drache oben rauf. Weiß ich nicht, ob du dir damit einen Gefallen getan hast. Ich versuche Drachen absolut zu vermeiden. Keine Drachentattoos. Ich finde Drachentattoos schrecklich. Allein hier, du musst hier das Auge reinsetzen. Das wird schon schwierig. Dann hast du hier das Maul. Du hast kein Stencil mehr. Das ist alles weg. Das wird super schwierig. Vielleicht kriegst du die Kundin. Na, obwohl hier unten geht der Drache ja weiter. Ne? Hier ist der Schwanz. Weiß nicht. Ich würde irgendwie versuchen, wenn du diesen Drachen machst, mach ihn größer. Wenn es unbedingt ein Drache sein muss, dann zieh das ganze Ding zum Beispiel. Nein, so wollte ich das nicht. So, oh, wenn du jetzt hier deinen Drachen hast, dann zieh den irgendwie so groß. Ja, lass nur den Kopf da oben so ein bisschen rausschauen und dann kannst du immer noch hier diese Flügel hier weitergehen. Weißt du? Dann gehst du so dahinter mit diesen Flügeln irgendwie so. Den Schwanz natürlich dementsprechend auch ein bisschen größer. Das muss ja nicht so ein komplett Drache da drauf sein, ja. Aber tu dir selber den Gefallen, weil du musst dem hier Schuppen verpassen, diesen Drachen. Und das macht sich halt einfach blöd, ja. Das ist nicht so schön, dem Ding hier so Schuppen zu verpassen. Diesen Trick kennt ihr hier, oder? Wenn ihr Schuppen machen wollt, zum Beispiel beim Fisch oder so, ja, dann könnt ihr den im Prinzip so über Kreuz machen und dann könnt ihr hier eure Schuppen immer reinzeichnen und so bekommt ihr dann den Bogen rein, ja. Diese Hilfslinien, das zeichnet ihr euch einfach nur mit einem Stift rein und so bekommt ihr dann diese Schuppen und vor allem wichtig ist ja immer, wenn du was Rundes hast, dann musst du natürlich auch die Schuppen rund machen und dann hast du zum Beispiel dann hast du zum Beispiel hier in diesem Bereich, ja, da sind natürlich die Schuppen sind dort anders, ja, weil das halt als Rundbogen geht, ne? Und das heißt, in diesem Bereich hier sind die Schuppen natürlich viel kleiner als in diesem Bereich, ja? Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ich versuche es absolut, vielen Dank fürs Abo, ich versuche absolut zu vermeiden, irgendwelche Drachen, irgendwelche Schlangen oder sonst irgendwelches Viehzeug mit Schuppen. Was ich mache, sind Koi, ja, Koi, das macht Spaß, das ist eine coole Nummer. Aber so Drachen, entweder ein Drachen riesengroß oder eine Schlange riesengroß oder ich lasse das ganz weg. Aber natürlich kannst du den machen, ja, das ist nur, ich möchte das halt nicht tun, ne. So, schauen wir uns mal das hier an. Ich würde irgendwie versuchen, ich weiß, dass das schon das zweite Tattoo von dir ist. Das mit dem Helm davor war, glaube ich, auch schon von dir, ne. Ich würde irgendwie, dass du nicht in dieses, ich muss alles einkreisen und Linien machen, dass du da nicht drin vertiefst. Mach das nicht, weil dann bist du irgendwann so weit, dass du oldschool machst, nur mit dünneren Linien. Ja, versuch das mal so ein bisschen zu vermeiden. Zum Beispiel, hier, das hier zum Beispiel, wenn diese Knospen hier drin, ja, da musst du keine Linien machen. Ja, das ist so, das ist immer alles so umranden und du möchtest ja ein Tätowierer werden und kein Window-Color-Experte oder mal nach Zahlen-Profi. Das willst du ja nicht werden. Also, wenn du das alles so ein bisschen in die Realistik-Schiene gehen willst, dann, du hast nicht überall Linien, ja. Gewöhn dir das nicht an. Du kannst zum Beispiel, ich zeig dir das mal, das ist mal an einem Pinsel hier. So, du kannst zum Beispiel hier diesen Bereich, das lässt du einfach, da lässt du mal die Linien einfach weg. Verstehst du? Weil du hast immer wieder mal ein paar Stellen, wo du auch bei der Natur das nicht sehen kannst. Zum Beispiel da, wo du nicht schattierst, da kannst du auch die Linie einfach mal unterbrechen oder weglassen. Nicht so komplett durchziehen. Und selbst wenn die Kunden kommen, habe ich auch, die Kunden kommen zu mir und sagen, hey, kannst du das mal nachstechen, da fehlt eine Linie. Dann sage ich, nein, kann ich nicht.
Genau so wollte ich es haben. Und das ist der Grund, warum du bei mir bist. Ja? Das ist der Grund, warum dir meine Bilder bei Instagram gefallen. Ja? Und dann bleibt das so. Und dann ist auch die Diskussion beendet. Ne? Und so kriegst du hier diese Linien halt einfach nicht so extrem. Ja? Wenn du hier diese Knospen machst, das habe ich jetzt auch, glaube ich, schon ziemlich oft erklärt. Du hast jetzt hier, sagen wir mal, so ein paar Knospen. Oh, das mache ich dir mal jetzt hier einfach erstmal weg. Das ist wirklich eine ganz, ganz einfache Sache, so eine Dinger hier zu machen. Du gehst mit deiner Liner los, ziehst hier hoch, machst deinen Bogen und bist fertig. Ziehst hier hoch, machst deinen Bogen und fertig. Gehst noch hier. Wenn du jetzt Bock hast, gehst du mit einer Round-Shader rein und schattierst das so ein bisschen hier hoch. Einfach nur hier so ein bisschen hochschattiert. Dann machst du das hier auch nochmal ein bisschen. Natürlich dann auch mit einer helleren Farbe, ja. Und zum Schluss nimmst du dir ein bisschen Weiß und gehst dann hier oben nochmal so kurz, so ein bisschen tiki-biki hier, machst du noch ein bisschen Weiß mit rein. Und dann hast du im Prinzip schon dein Kram hier fertig. So, als nächstes gehst du natürlich mit deiner Schattierung wieder so ein bisschen hoch hier. Na, jetzt verbische ich das alles hier so ein bisschen. So, und so lockerst du das alles so ein bisschen auf. Nicht dieses alles umranden, ja. Das, gewöhn dir das ab oder gewöhn dir das gar nicht erst an, sagen wir es mal so. Genauso kannst du das hier machen, ja, wenn du solche Blätter hier hast. Wirklich super, super einfach. Mal das hier. So, du möchtest jetzt hier nochmal so ein Blatt reinziehen. Da kannst du das zum Beispiel so machen. Du kommst mit deinem Blatt hier, ziehst hier und jetzt nimmst du dir deine Pepper Shades, ja, und schattierst das hier einfach nur so ein bisschen runter. Fertig. Und dann kannst du hier vielleicht noch so einen kleinen Kratzer. Fertig. Ja, dass das alles so ein bisschen, dass du dir da so ein bisschen deinen eigenen Stil entwickelst und nicht erst eine Linie komplett rumziehen, ja, und dann fängst du an, da drinnen irgendwie Pepper Shade zu machen. Denn was bringen dir denn die schön, so eine Pepper Shade? Eine Pepper Shade, das soll ja Leichtigkeit in dieses Tattoo bringen, ja, weil du halt nur so mit Punkten arbeitest und das macht ja diese Leichtigkeit. Aber es bringt dir überhaupt nichts, Pepper Shade zu machen, wenn du eine Linie drumherum ziehst. Ja, das macht dann ein bisschen weniger Sinn. Hier so von den Pepper Shades alles gut. Pepper Shades hast du auf jeden Fall schon deine Geschwindigkeit und Nadeltiefe. Das hast du schon gut raus. Dieser Bereich hier ist sehr, sehr dunkel. Ich weiß nicht, du musst ein bisschen, auch bei Pepper Shades, ein bisschen aufpassen, wie oft gehst du dort rüber. Ja? Da musst du natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil irgendwann gibt auch die Haut nach bei Pepper Shades. Wenn ich Pepper Shades mache, habe ich wirklich ein Problem, das so schwarz hinzubekommen, ohne die Haut zu zerstören. Da musst du ein bisschen gucken. Deswegen ziehe ich meistens meine Pepper Shades hier raus und gehe dann nachher mit einer Magnum und schattiere mir das hier nochmal einen Ticken raus. Aber das hatten wir ja in dem anderen, beim Helm hatten wir das ja auch schon. Genau. Und dann achtest noch ein bisschen drauf, auch hier mit dem Schwarz. So, du kannst dir jetzt zum Beispiel aussuchen, wenn ich würde hier zum Beispiel den hinteren Bereich, das würde ich hier so ein bisschen dunkler machen. Damit kriegst du dann Plastizität rein, ja. Genauso wie diesen Bereich hier. Viele Leute wollen ja so ein bisschen dieses Dreidimensionale haben, ja. Dann schau mal einfach, dass du dir so ein Motiv anschaust. Ich nehme dafür jetzt mal eine andere Farbe. Wie ich jetzt so ein Motiv machen würde. Wenn ich so ein Motiv machen würde, ich würde gucken, wie groß ist das? Alles klar, das hat eine gewisse Größe. Ich würde mir eine Dreier Roundliner nehmen und würde mir hier diese Linien relativ fix vorziehen. Hier unten will ich schwarz schattieren, da mache ich mir das auch hin und fange dann nochmal von der Seite an und dann hier. Das untere, das wird alles schwarz, weil hier den Bereich schattiere ich ja. Also kann ich dort auch eine dunkle Linie machen. Dann gehe ich hier oben rein, schattiere hier nochmal, meine Linie meine ich, und ziehe die hier noch so ein bisschen. Einfach nur immer so ein bisschen andeuten, ja. So, jetzt komme ich an mit meinen Pepper Shades. Das habe ich jetzt das ganze Motiv gemacht. Jetzt fange ich an mit meinen Pepper Shades. Ich ziehe hier meine Pepper Shades raus, so wie du das hier auch hast. Ja, dann mache ich hier vielleicht noch. So, wenn ich das erledigt habe, jetzt habe ich mein ganzes Motiv mit Pepper Shades und diese gestückelten Linien sozusagen. Jetzt schaue ich mir das Motiv an. Und zwar gucken wir, was ist dicht dran, was ist weiter weg.
damit du verschiedene Schwarztöne bekommst, damit das ein bisschen mehr Plastizität bekommt. Das heißt nämlich, dass du eben diesen Bereich, der liegt ja weiter hinten, ja, dann mach den auch dunkler. Der ist auch weiter hinten. Dann hast du ja dieser Bereich, der liegt ja auch noch weiter hinten. Den kannst du auch noch ein bisschen dunkler machen. Den Bereich hier vorne, das hättest du heller lassen können. Und so baust du dir das an auf. Ne? Alles, was so ein bisschen weiter vor dir ist und alles, was in die Tiefe weggeht, machst du ein bisschen dunkler. Und das heißt, da du hier diese große Blume hier hast, die ist ja im Vordergrund. Also kannst du alles, was hier hinter ist, ein bisschen dunkler schattieren als das, was hier vorne ist. Und so kriegst du das so ein bisschen aufgebaut, dass das, wie so, dass das ein bisschen Plastizität bekommt. Ja? Hier, diese Teile hier, ja, da kannst du nicht ans Motiv halten, ja, bei sowas. Da schau einfach, dass du es direkt ein bisschen länger ziehst. Ich würde schauen, du hast jetzt, ich nehme nochmal eine andere Farbe. So, du hast jetzt ein relativ großes Motiv hier. Und das hört hier unten einfach auf. Das würde ich nicht tun. Ich würde das auf jeden Fall einen Ticken länger ziehen. Du ziehst hier, keine Ahnung, einfach nochmal so ein paar Blätter mit runter. So wie ich es vorhin erklärt habe, ja, mit diesen Runterschattieren. Noch so ein paar Blätter mit dran, dass du ein bisschen dünner wirst. Hier dann auch nochmal ein Strauch. Wenn du das nicht zeichnen kannst, dann gibst du ein bei Pinterest blauer Tattoo oder so. Dann bekommst du Tausende von Vorschlägen von diesem dünnen Gestrüpp hier, ja? Von diesem Gestrüpp. Da bekommst du ganze Stränge. Und dann machst du das so, dass du noch einen Ticken weiter runter gehst. Weil wenn du da einfach nur so ein paar Blüten hast oder so, die sind super schnell gemacht. Und dann zieht es das ganze Tattoo noch ein bisschen weiter auseinander. Ich weiß, dass hier noch dieser komische Schwanz kommt von diesem Drachending. Dann mach ein bisschen von diesem Schwanz, aber hau da einfach irgendwelche Blüten rüber, damit du nicht so viel von diesem Rüssel da hast. Ja? So würde ich das machen. So, von der Linienführung mal davon abgesehen, dass das einfach viel zu viele Linien sind. Linienführung finde ich gut. Jetzt kommen wir mal hier zu diesen Blättern noch mal kurz. Und zwar das hier. Versuch das mal, diese Linien hier, versuch die mal wegzulassen. Mach die gar nicht. Wenn du deine Vorlage machst oder wenn du das Stencil vorziehst, dann kannst du dir diese Außenlinien, kannst du dir ja machen. Auch hier würde ich irgendwie schauen, dass die ganz fein sind oder mal nicht gemacht sind, ja. Und dann nimm dir mal eine Magnum. Egal, welche Magnum du gerade hier hast. Ich denke, da das mit dem Helm gut funktioniert hat, mit einer 23er, wird das früher oder später wird das eine deiner Lieblingsnadeln. Dann nimmst du eine 23er und tauchst die ein, schräg. Wie erkläre ich das? Dass deine Haut von diesem Bereich her, ja, ist das die Haut. Jetzt gehst du mit deinem Magnum so rein. Hier geht deine Magnum. Das heißt, dieser Bereich vom Tattoo, von der Magnum-Nadel, geht hier diese Linie hoch. Tauchst ein und ziehst sie schräg raus. Du hältst deine gesamte Magnum schräg. So. Und ziehst sie so hoch. Und vorm Blattende ziehst du sie komplett raus. Dadurch bekommst du hier diese harte Kante und hier bekommst du eine weiche Schattierung, die natürlich immer weniger wird, weil du sie ja rausziehst. So, und dann gehst du einen Ticken weiter hoch und machst das hier auch. Und hier machst du das auch. Und dann guckst du dir das an. Wie ist das so ein bisschen rausschattiert? Jetzt gehst du mit deiner Magnum hier an dieser Linie lang und schattierst diesen Bereich hier noch so ein bisschen raus. Aber nicht bis nach oben, nur so ein bisschen. So, dann hast du schon mal diese Blätterstruktur. Wenn du deine Dreier Magnum oder womit du deine Pepper Shades gemacht hast, dann gehst du zum Schluss nochmal rein. Dann kannst du zum Schluss nochmal reingehen und machst hier noch so ein paar Pepper Shades dazwischen. Ja? Einfach nur so ein bisschen dazwischen. Und schon bekommst du so ein bisschen Leichtigkeit da rein, ja? Und vor allem, du kriegst die Linien weg, dass du nicht überall Linien hast. Aber da du ja jetzt dich für Linien entschieden hast, wir brauchen ja nicht, es bringt ja nichts zu sagen, hier hättest du mal, ja? Das bringt ja nun mal nichts. Also, da du jetzt dich für Linien entschieden hast, nimmst du die, ach so, ich könnte ja mal vorlesen, was du überhaupt genutzt hast, wa? Das ist die Saskia. Saskia bist auch hier, ne? Alles klar. So, Text. Dauer dafür 4,5 bis 5 Stunden. Das ist zu lang. Module, eine 7er Roundliner, habe die 9er diesmal weggelassen.
eine 3er Roundliner und eine 9er Round Magnum. Farbe ist Eclipse, 100%, 50, 12 Tropfen, 3 Tropfen. Die Abstufung ist super. Die Linien bei 7,4 Volt, die Peppershades bei 5,5, die Schattierung bei 6,5 Volt. Maschine ist die Lancer. So, die 9er Round Magnum, heb dir diese kleinen Magnums, hebst du dir auf für kleine Tattoos. Ja, du entscheidest immer. Wenn du große Tattoos hast, dann nimmst du große Nadeln. Wenn du kleine Tattoos hast, nimmst du kleine Nadeln. Das ist ja, wenn du deine Wohnzimmerwand streichst, kommst du ja auch nicht mit so einem kleinen Pinsel und fängst dann an. Außer, das ist dein Hobby. Dann vielleicht schon. Aber du willst ja irgendwann mal fertig werden, dann entscheidest du. Große Rolle, ja, oder kleine Rolle. Und dann kannst du halt entscheiden, welche Magnums du nimmst. Und umso größer die Magnum ist, umso weicher wird das halt, ja. So, du hast das jetzt hier aber. Das heißt, wenn du den oberen Bereich hier machst, ja, dann schau mal, dass du hier mit einer größeren Magnum oder mit einer Round Shader, nee, Quatsch, mit einer größeren Linernadel oder mit einer Round Shader kannst du auch nehmen. Und dann versuch mal hier irgendwie, das sieht man jetzt vielleicht nicht, diese Linien hier so ein bisschen dunkler zu machen. Ich bin jetzt genau hier auf deine Linie drauf, ja. Dann bekommst du immer noch diese Leichtigkeit rein, ja. Weil du, was einfach wichtig ist, ja, auch wenn das, natürlich, das sieht jetzt hier nicht schlecht aus, ja, das will ich gar nicht sagen. Das Problem ist aber einfach, wenn das abgeheilt ist, dann hast du ein Tattoo, wo die Linien sehr kräftig sind. Und Peppershades, die heilen ja super hell auf. Das sieht nachher aus wie ein Tattoo, was nicht fertig ist. Und da musst du ein bisschen gegenwirken. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du verschiedene Farbabstufungen hast. Oder wenn du ein bisschen Abwechslung damit drin hast. Du kannst zum Beispiel, das kannst du hier zum Beispiel auch machen. Ich bin jetzt hier oben bin ich jetzt. Da ich schwarz nehme, weiß ich nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Du kannst zum Beispiel mit deiner Round Shader oder dickere Linernadel gehst du hier in den Punkt rein und ziehst immer noch mal so ein, das war blöd, und ziehst hier immer noch mal so einen kleinen Bogen mit rein, ja? Dass du so ein bisschen Abwechslung mit rein bekommst, ja? Dass das alles nicht so eine Suppe ist. Ein Kunde, das muss man sich mal merken, ja? Wenn du so ein Tattoo hier gemacht hast, dann schaut der Kunde sich das Tattoo an und findet dieses Tattoo toll. Das ist immer so. Das hat aber nichts damit zu tun, wann. Entweder hast du es völlig verkackt und der Kunde meckert schon beim, wenn das fertig ist, oder noch dabei. Aber in der Regel ist das so, der Kunde hat dieses Tattoo bekommen und findet dieses Motiv, er findet das ganze Tattoo toll. Ja? Weil da gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Dieses Tattoo nicht gut finden, das kommt erst zu Hause. Weil sie sich dann vom Spiegel angucken oder sitzen abends auf der Couch und schauen sich hier das nochmal so ein bisschen an. Und dann fangen sie an, ein bisschen rumzupingeln. Aber im Studio selbst, wenn du dann fertig bist, da kommen eher so, sie haben es durchgehalten, weil es halt wehgetan hat. Ja, diese Belohnung für sich selbst. Man ist froh, dass das fertig ist und so weiter. Dann hast du Dopamin im Körper und noch vielleicht Adrenalin. Und dann findest du das alles gut. Und gemeckert wird meistens erst zu Hause. Wichtig ist halt, wie sieht so ein Tattoo aus, wenn es abgeheilt ist. Das ist wichtig. Deswegen muss dein Tattoo, wenn es frisch ist, sogar einen Ticken zu dunkel sein, statt zu hell. Weil es halt abheilt. Ja? Und da kannst du ein bisschen gucken. Und auch ein bisschen Abwechslung mit reinbringen und dann funktioniert das gut. Was hier aber nicht bedeutet, dass das ein schlechtes Tattoo ist oder sowas. Ja, das auf keinen Fall. Aber es ist halt noch ein bisschen Luft nach oben, so wie bei uns alle. Und dann schaust du dir das einfach nochmal so ein bisschen an und gehst dann nochmal mit den Linien so ein bisschen. Du kannst das hier jetzt zum Beispiel auch machen. Du nimmst eine etwas dickere Magnum, Quatsch, eine Liner und ziehst hier so ein bisschen nochmal mit raus. Da du ja die Linie nun schon hast, ja. Hier unten kannst du ein bisschen dicker machen, weil die ja unterhalb liegt. So, dann noch eine Sache, da hast du wahrscheinlich nicht dran gedacht beim Tätowieren. Und zwar geht es hier um dieses eine Blatt, das hier.
das jetzt hell lassen sollen. Ich weiß, dass man da ein bisschen verzückt ist, weil das liegt dahinter und dann schattiert man das natürlich gerne mal ein bisschen dunkler, um diesen Bereich hier mehr in den Vordergrund zu holen. Aber da muss man sich dann überlegen, wie man das machen möchte. Da du aber hier noch eine Blume hast, die dahinter liegt, solltest du nachher hier das natürlich ein bisschen dunkler rausschattieren, ja? Damit du wieder ein bisschen so einen dreidimensionalen Effekt hinbekommst. Weil dieses Blatt hier, das liegt unter der anderen Blume. Und das sind so Sachen, die kann man sich zum Beispiel bei der Vorlage, kannst du schon entscheiden, wie du das machen willst. Und das kannst du dir ja auch alles, mit in deinem Stencil schon mit einzeichnen. Ja? Du kannst, wenn du zum Beispiel ganz frisch anfängst mit dem Tätowieren, dann teilst du dir das, du kannst, ne? Du musst nicht. Aber am Anfang hast du ja nicht jeden Tag Tattoos hintereinander weg, also hast du Zeit und du musst deine ersten Tattoos schon gut hinbekommen, ja? Dann, weil das deinen Ruf aufbaut. So, jetzt hast du zum Beispiel deine 6 Farbtöpfe oder, nee, in deinem Fall haben wir 4 Farbabstufungen. Und jetzt kannst du dir in deinem Stencil, kannst du dir das einzeichnen. Du machst da einen Mal nach Zahlen draus, weil es gar keine Rolle spielt. Du kannst jetzt vergibst einfach Nummern. Da hast du 1, 2, 3, 4. Und dann schaust du dir erstmal dein ganzes Motiv an. Wie sieht das aus? Dann kannst du zum Beispiel sagen, du setzt hier die 2 rein, in diesem Blatt. Hier auch die 2. Ja, dann kannst du zum Beispiel, weil das ja auch weiter hinten liegt, machst du hier die 3, dieses Blatt. Hier könntest du die 1 machen. Und so teilst du dir das alles so ein bisschen auf, dass du das alles ein bisschen bewusster machst, ja? Und dann schaust du dir deine Vorlage an und arbeitest dieses ganze Tattoo aus und dann funktioniert das ganz gut. Das ist nur ein Tipp, musst du natürlich nicht so machen. Als ich angefangen habe mit dem Tätowieren, ich bin aber ein bisschen oldschool, da habe ich mir auch super viele Sachen aufgeschrieben. Ja, aber irgendwann hört man ja auf damit. Ja, gibt es hier noch irgendeine Frage zu diesem Tattoo? Aber Lene, auf jeden Fall bekommst du das hin, ganz easy. Naja, Cindy, die Frage ist ja, ob man's mag. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mag keine feinen Linien, ist ja die Frage, du sagst ja danach, weil du es nicht gut hinbekommst. Jetzt ist ja die Frage, magst du feine Linien nicht, weil dir die Technik vielleicht zu schwer ist oder magst du feine Linien nicht, weil du das nicht kannst? Aber wenn du das können würdest, würdest du sie gut finden? Das ist ja die Frage, ja. Ich bin zum Beispiel kein Fan von Oldschool, weil ich halt dicke Linien nicht mag. Aber wenn jetzt hier ein Kunde kommt und sagt, er möchte Oldschool, dann mache ich das. Aber auch nur, weil ich weiß, dass Oldschool meistens bunt ist. Ja, und da habe ich die Möglichkeit, Farbe zu machen. Also mache ich dann halt auch die Linien. Dann stört mir das nicht. Aber dennoch musst du es ja hinbekommen, ja. Wenn du Tattoos machst, wo Text drin ist, ja, du musst mit so einer feinen Nadel musst du ja trotzdem umgehen können, ja. Ja, wenn das Feingefühl, vielleicht kommt das noch. Ich denke, das kommt noch. Du bist ja auch schon eine ganze Weile dabei und du bist ja da ziemlich stark dabei, ja. Aber Linien hast du ja immer. Irgendwie musst du immer irgendwo eine Linie machen und dann halt auch eine feine Linie, ja. Als Maschine wurde hier genommen die FK Iron Direct Drive mit 4 mm Hub. Sie ist gelaufen auf 7 bis 7,5 Volt. Module Cheyenne Sima Openliner, 3er Mast Pro und 5er EZ Revo. Farbe ist Eclipse, Quantum Ink, Rot, Gelb und Blau von Quantum. Mich würde mal interessieren, ob dieses Quantum immer noch so eigenartig süßlichen Geruch hat. Ich habe das mal ausprobiert gehabt. Hat mir gar nicht gefallen, deswegen nutze ich das nicht. Ja, ich komme da gleich drauf. Und Orange selbst gemischt. Ich sage gleich was dazu. So, die Dots wurden mit 50-50 Eclipse gemacht. Genau, und liebe Grüße. Vielen Dank für die ganzen Follower hier heute. Das geht ja ab hier. So, erstmal diese Kunsthaut. Das sieht aus wie diese gelbe Kunsthaut, die so 3 mm ist. Ich glaube, das ist keine Real Skin. Erstmal steht und fällt alles mit der Kunsthaut. Ich habe hier einen Haufen Kunsthaut zu liegen bei mir im Laden, weil ich immer noch nach Alternativen suche. Aber ich habe einfach keine gefunden. Ich finde immer noch,
selbst obwohl sie diese Real Skin ein bisschen verändert haben, weil sie nicht mehr so rau ist, ist sie dennoch immer noch die beste Kunsthaut, die man haben kann. Und das ist hier, glaube ich, so ein etwas gelblicher Silikonlappen. Das kann man mal nutzen, wenn man Linien machen will oder mal eine Technik ausprobieren will. Dafür geht das gut. Bunte Tattoos auf Kunsthaut finde ich super schwierig. Ich weiß, dass das einige gut hinbekommen, aber ja, auf jeden Fall steht und fällt das alles mit der Kunsthaut. Und man sieht hier auch in diesem Bereich, ich weiß nicht, ob du hier versucht hast, mit Pepper Shades bunt zu machen. Ich habe das auch schon mal gemacht, aber das funktioniert auch gut. Aber wenn, dann musst du bei sowas anders rangehen. Danke fürs Abo. So, ich fange jetzt hier einfach mal irgendwo an. Wenn du solche Flossen machen willst hier, ja, so, du möchtest diesen Bereich hier, ich denke oben gelb, dann haben wir orange und rot. Wenn ich solche Sachen mache, dann nehme ich mir orange, eine Magnum mit orange. Jetzt kannst du dir aussuchen, entweder ziehst du hier wirklich diesen gesamten Bereich mit orange durch, sieht aber nicht gut aus. Also musst du jede Flosse einzeln machen. Und wir sehen hier, jede Schuppe muss einzeln gemacht werden, jede Flosse muss einzeln gemacht werden. Jetzt erkennen wir schon mal dieses Problem, was wir hier haben bei 500 Schuppen. Ja, das ist mit einem Grund, warum ich sowas nicht mag. Also wie würde ich das jetzt hier machen? Ich würde orange nehmen und würde von hier aus unten das orange, eine Magnum und gib ihn, immer Feuer. Und würde das hier immer aus diesem Bereich hier so hoch schattieren. Ich lasse bewusst hier rechts das frei. So würde ich das jetzt hier hochschattieren. Anschließend gehe ich mit dem Rot rein, aber nur noch hier unten. Das hier und diese Kante. Weil du hast ja diese Schuppen, dieses Teil hier, ja. Das geht ja immer so rein, ja. Und dann kommt der nächste und geht wieder so. Ja, das ist ja wie so ein kleiner Fächer und nicht einfach nur so eine gerade Schnur. Deswegen mache ich das ganz gerne, dass ich hier so diesen Bereich hier einen Ticken dunkler habe, ja. So, ja. So, und anschließend würde ich mit Gelb diesen ganzen Kram hier verblenden. Dann würde ich hier irgendwie von hier oben anfangen und das dann hier hochziehen. Und dann halt wirklich jede einzeln. Jetzt, wenn du Pepper Shades machen möchtest, das funktioniert, das kannst du auch machen. Dann nimmst du dir ein schönes, dunkles Rot und kannst hier im Prinzip diese Pepper Shades nochmal hochziehen. Das macht sich jetzt hier mit dem Stift natürlich nicht so schön, aber das kannst du machen. Ja? Hier sieht man, dass diese ganze Farbe hier fleckig ist. So kannst du nicht bunte Tattoos machen. Bunte Tattoos verarbeiten sich komplett anders als Black-and-Gray-Tattoos. Bei einem Black-and-Gray-Tattoo gehst du ja doch mal und schattierst einfach so wahllos drauf los. Ja? Und irgendwas passiert da schon. Wenn du das aber machst mit einer bunten Farbe, dann passiert da gar nichts, ja. Denn eine bunte Farbe, so wie, das musst du machen wie ein Blackout-Tattoo. Du fängst an eine Stelle an und fängst an zu kreisen und ziehst sauber deine Kreise und musst das wirklich vollflächig füllen. Das schon mal dazu. Jetzt kommen wir mal zu deinen Schuppen hier. Die Schuppen, nicht gut, ja. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber das sind super viele Linien, die du hier gemacht hast. Erstmal, ich vermute mal, dass dir das Stencil abgehauen ist von diesen Schuppen. So sehen ja diese Schuppen nicht aus. Hier kannst du das zum Beispiel, du kannst das hier zum Beispiel so machen, dass du da, dir diese Schuppen hier, so wie so ein Bauch läuft, ja, so kannst du dir das ja so einzeichnen als Hilfslinien. Dann kannst du dir das hier so, muss ich mal kurz überlegen, das ist schon ewig nicht mehr gemacht, so kannst du dir das dann hier so einzeichnen. Und dann wirst du hier so ein bisschen kleiner. Und so bekommst du, ist nämlich eine andere Farbe, und so hast du dann deinen Abstand mit den Schuppen. Verstehst du? Jetzt kannst du dann hier rein und gehst dann halt über Schuppe. So bekommst du hier diesen Bogen auf jeden Fall schon mal hin, wie so ein Fisch halt auch aussieht, ja? Weil das ist super wichtig, sonst, wenn du so eine Schuppe hast und die gehen alle hier so mal so und mal so, dann hast du wirklich dieses Problem, dass dieser Bereich hier total flach aussieht. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich mache das nicht gerne. Deswegen mache ich ungern solche Tattoos. Außer halt einen Koi, weil
da ist das eigentlich meistens ziemlich offensichtlich, wie die Schuppen laufen. So, jetzt nehmen wir uns mal so eine Schuppe vor. Zeige ich dir, wie ich so eine Schuppe mache. So, huch, das war aber groß. So, wir gehen jetzt mal davon aus, das sind jetzt unsere Schuppen. Ja, so unsere. Und hier siehst du ja auch, wie diese Schuppen laufen. Ja, da geht meistens die eine, geht auf den Mittelpunkt der anderen. So sehen ja Schuppen aus. Oder so kann man sie machen. Musst du natürlich nicht, aber so kannst du sie machen. Ja, hast du ja hier auch. So, wenn ich jetzt solche Schuppen machen möchte, das ist ein Fisch. Hier die Flossen sind rot, gelb, keine Ahnung, völlig egal, welche Farbe jetzt hier gemacht wird. Wir bleiben mal bei diesem rot, gelb. Und auch hier, ich würde mit dem Orangen anfangen und schattiere, was weiß ich, ich nehme mir irgendwie eine 9er oder eine 13er Magnum und dann schattiere ich mir das hier erstmal hoch, diesen ganzen Bereich. Und dann mache ich mir jetzt erstmal so ein paar Schuppen fertig. Dann hier die nächste, so gehe ich dann langsam hoch. So, wenn ich das dann erledigt habe, sagen wir mal, ich habe jetzt diesen Bereich von hier bis hier alle Schuppen erstmal fertig mit diesem Orangeton. Dann gehen wir in den nächsten Ton. Machen wir ein dunkles hier, schön dunkel. Dann fängst du wieder an, diesen Bereich hier rauszuschattieren. Und dann hier das nächste, ja, das auch so rausschattieren. Das ist super viel Arbeit, ja. Aber das gehört halt einfach dazu. So, dann vielleicht kriege ich das hier so ein bisschen schöner hin, hier so ein bisschen hier für das Auge. Jetzt haben wir diese Schuppen mal angenommen. Ich kann mal irgendwie gucken, dass ich das hier noch so ein bisschen sauberer hinbekomme. Nee, jetzt bin ich hier wieder auf dem völlig falschen. So, und am Schluss kannst du dann hier nochmal das Gelb von der anderen Seite reinschattieren, ja? Und so baust du jede Schuppe auf, weil eine Schuppe, eine liegt über der anderen drüber und die geht halt vom Dunklen ins Helle. Da das aber hier so, da du hier in diesem Kopf eine richtig fette Linie hast, kannst du das hier auch machen. Aber das machst du zum Schluss, wenn du das alles fertig hast, dann nimmst du dir eine schöne Liner und gehst hier raus, aus diesen Ecken. Das machst du hier, aber nicht bis komplett durchziehen, sondern immer nur diesen unteren Bereich. Und so schattierst oder ziehst du dir dann deine Linien hin, zum Schluss, um das alles ein bisschen abzugrenzen. Und ganz am Ende kannst du dann noch, wenn du noch mehr Bock hast, nach 600 Stück, kannst du hier oben nochmal eine weiße Kante ziehen dann in diesen Schuppen. Macht man Schuppen. Peppershades auf keinen Fall hier, ja. Alleine, du bekommst halt einfach gar keine Peppershades hin. Das ist das Problem, ja. Mal angenommen, du hast jetzt diesen Bereich hier und sollst Peppershades machen. Von wo willst du anfangen, ja? Wenn du du müsstest ja rein theoretisch, da die Schuppen halt immer übereinander gehen, musst du rein theoretisch deine Peppershades in diese Richtung machen. Das kriegst du nicht hin, ja. Ohne da ständig in diesen Bereich hier reinzukommen, bekommst du das nicht hin. Also machst du es anders. Sieht man ja hier auch. Dann nutzt man halt einfach mal den längeren Weg, ja. Dann gehst du halt so, machst das so. Aber dann sieht das Gesamtergebnis schon wieder nicht gut aus. Und natürlich stellt man sich hin und gibt sich super viel Mühe in diesem Bereich. Dann wechselst du nochmal die Nadel, machst hier nochmal Peppershades ganz vorsichtig und so weiter. Aber ich verspreche dir, spätestens ab hier hast du keinen Bock mehr. Und dann fängst du an, einfach nur noch hier irgendwo dein bisschen was rumzukritzeln, damit da irgendetwas drin ist. Ja, das tu dir das nicht an. Wenn du, hier kommt ja noch hinzu, wenn du das auf echte Haut machst, was meinst du, wie du die Haut quälst, wenn du das hier alles mit diesen Peppershades und hier nochmal eine Linie, da nochmal eine Linie, du tust dir überhaupt keinen Gefallen damit. Hier haben wir das nochmal, ja, das ist halt auch so dieses Problem, das würde auf echter Haut auch nicht gut aussehen, dieser Bereich hier, wenn du anschließend nochmal mit Schwarz und Peppershades hier rüber gehst, das ist nicht so gut. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es dein erstes buntes Tattoo ist, aber ich weiß, dass du das anders kannst, ja. Hier, ja, das ist halt einfach nicht so wirklich gut, ja. Auch diese Linien. Ich habe ja gesehen, du hast eine 7er Openliner genommen. Eine 7er Openliner, die Linien machen sich wirklich schön mit einer 7er Openliner. Die Openliner generell, die Linien, das geht super schön. Das Problem ist halt einfach, das sind richtig dicke Linien, ja.
Und das hat halt auch nichts damit zu tun, das hat halt nichts damit zu tun mit einer normalen Sima-Liner, ja. Diese Open-Liner, die ist viel, viel dicker. Also hier, das hier, diese Linien, die sind wirklich gut, ja. Das ist schön sauber drin. Auch hier, diese Dicke hier, das ist auch super schöne Linie drin. Ja, in diesem Bereich, da wurde es schon ein bisschen schneller hier am Ende, ne. Sieht man ja. Aber ja, ich finde, das hier, ja, hey, ich wollte grün haben. Dieser Bereich hier, ja, der ist gut. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich würde bei bunten Farben das Peppershade gar nicht erst angewöhnen. Das funktioniert nicht so gut. Das kannst du mal, wenn du eine komplett bunte Blume machst oder sowas und du möchtest so aus diesem Trichter raus, so hier, mal angenommen, das wäre jetzt eine bunte, dann könntest du hier nochmal so mit Peppershades rausgehen, ja, das würde, das kann man schon mal machen, hier so mit Peppershades so ein bisschen raus, wenn du das alles hier schon bunt gemacht hast. Aber ein reines Tattoo mit Peppershades ist keine gute Idee. Das muss halt wirklich flächig gemacht werden. Ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich hier sagen soll. Naja, und man sieht ja hier, ne? Hier hast du dich verheddert, ne? Mit diesen Schuppen. Ich glaube, jeder, der mit dem Tätowieren anfängt, der ist dazu geneigt, so ein Keul zu machen. Irgendwie, weil einem das einfach erscheint, ja? Aber wenn du dann die Schuppen anfängst, du verhedderst dich einmal mit diesen Schuppen, du kommst dann nicht wieder rein, wenn du nicht weißt, was du dort tust, ja? Und wenn du dann nachher anfängst, du brauchst bloß eine Schuppe falsch machen, ja? Das hier, ja? Hier eine Schuppe falsch, schon kickt das ganze Tattoo, ja? Hier diesen Bereich hier, ne? Das siehst du ja selber, oder? Und sobald du in diesem Bereich bist, dass das irgendwie schief und krumm wird, dann verformt das gesamte Motiv. Und dann ist es auch so, dass dieser Schwanz sozusagen hier, ne, das ist dann kein Schwanz mehr. Ja, ich würde irgendwie versuchen, kleiner anzufangen mit bunten Farben und dann vielleicht ein bisschen füllen. Okay? Ja, Schuppen dauert Ewigkeiten. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, auch schon beim allerersten Tattoo mit dem Drachen. Ich versuche das wirklich zu verhindern. Ja, ich versuche die Leute zu überreden, komm, lass irgendwas anderes machen. Ja, oder auch bei Schlangen, ja. Viele wollen ja Schlangen haben. Man kann das machen, ja, man kann Schuppentiere machen. Man kann Drachentattoos machen, man kann Schlangen machen, man kann Kois machen. Das kannst du ja ruhig machen. Wichtig ist, dass du nicht vergisst, wie lange das dauert. Und vor allem ist das ja auch eine wichtige Sache bei der Preisverhandlung, ja. Das ist ja auch wichtig. Jetzt stell dir mal vor, du sagst jemandem, ach komm, lass einen Koi machen. Ja, hab ich Bock drauf, weil bunte Farbe und so, das will ich gerne machen. Und so ein Koi sieht total einfach aus, ja. Und dann, was willst du denn dafür haben? Und jetzt sagst du zu dem, na komm, ich bin ja noch am Üben, bezahlst mir nur das Material. Und dann sitzt du da wochenlang, weil du es genau machen willst, weil du es richtig machen willst, ja. Und dann sitzt du wochenlang da und für nichts, ja, für lau. Und du lernst dabei ja auch nichts. Das ist ja das Problem. Was willst du denn dabei lernen? Wenn du deine ersten 10 Schuppen fertig hast, dann hast du rausgefunden, wie scheiße das ist. Und dann musst du aber noch 500 Stück machen, ja. Und das frustet dich immer mehr. Dann das lieber weglassen. Lieber ein anderes Tattoo machen. Oder halt klipp und klar sagen, pass auf, hier sitzen wir ewig dran, ja. So, diese Kunsthaut, das ist eine Real Skin, das sehe ich schon. Das ist mit der Dragonhawk S7 gemacht, bei 8 Volt. Pantera XXX Tribal, Nadelmodule Peak Triton, Sima Roundliner, Peak Triton, 13er Soft Edge Magnum, Farbabstufung 75%, 50%, 25% und 4 Tropfen. Problemschwierigkeiten, Schattierungen werden bei mir schnell zu dunkel und die Übergänge sind ein Problem. Gleichmäßiges Füllen von Flächen und an Rändern füllen ist ein Problem. Habe das Gefühl, dabei zu lange auf der Haut an einer Stelle zu arbeiten. Ich würde mich über Tipps freuen. Als allererstes würde ich dir empfehlen, besorg dir mal eine andere Farbe. Dieses Pantera Triple X ist eine gute Farbe, kann man gut nutzen, um Flächen schwarz zu machen, um ganze Tattoos schwarz zu machen, dass du die runtergemischt hast auf 75% fürs Linienziehen, das ist eine gute Idee, weil das Triple X macht sich nicht so gut fürs Linienziehen. Da kann das passieren, dass es unterläuft, dass es
dass die Linien dicker werden, als sie sollen. Genau, wenn du das Black Gold hast, das kannst du nehmen. Wenn du ganz anfängst mit dem Tätowieren, dann beachte bitte, dass alle Pantera-Farben schmieren. Das heißt, wenn du auf dein Stencil hundertprozentig angewiesen bist, dann ist vielleicht Pantera nicht die richtige Farbe, weil sie schmiert. Ja, sie hat vor der Reach geschmiert, sie schmiert heute noch, aber dennoch ist es eine sehr, sehr gute Farbe. Aber ich wollte es halt einfach nur gesagt haben. Das heißt nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel in diesem Bereich hier arbeitest und du schmierst dir hier so ein bisschen die Farbe rauf, ja, dann ist das bei normalen Farben, du hast natürlich eine hauchdünne Schicht Melkfett drauf oder Tattoo-Butter, womit auch immer du arbeitest. Und jetzt hast du deine Linien gezogen und du hast natürlich Farbreste dort drauf. Bei einer normalen Farbe kannst du es wegwischen und dann ist es gut. Bei Pantera ist das meistens so. Ja, du verschmierst dir das alles. So sieht das nachher aus, weil du es einfach nicht mit einmal weggewischt bekommst. Du musst mehrmals dort drüber. Und wenn du dann aber ein Stencil hast, wo du die Outlines brauchst, dann ist die Gefahr recht groß, dass du dir die Outlines oder dein Stencil wegwischt. Ja, da musst du ein bisschen drauf achten. Ansonsten kannst du gerne mit dieser Farbe arbeiten. Und wenn du das Black Gold hast, dann brauchst du zum Linienziehen auch nicht runtermischen. Das kannst du mit 100% kannst du deine Linien ziehen. So, zu deinen Linien. Die Linien sehen gut aus. Eclipse, ja, fantastische Farbe. Oder auch das Ganga, das geht auch super. Nächsten Sonntag kommt ein Video dazu. Vielleicht wartest du das erst noch ab. Ja, deine Linien. Klar, hier sind so ein paar kleine Haken drin, aber ganz ehrlich, völlig egal. Ich denke, das weißt du selbst. Hier diesen Bereich zum Beispiel, ja. Ich will ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich denke, das war einfach nur ein Versehen, dass du vielleicht nicht durchziehen konntest, bist dann nochmal reingegangen und bist halt irgendwie daneben gekommen. Wenn du sowas hast und du hast sowas in einem richtigen Tattoo an irgendeiner Person, dann gehst du da ein bisschen anders ran. Jetzt hast du zum Beispiel diesen Klunker hier drin. Dann nimmst du dir deine Linernadel und setzt nochmal genau eine Linie daneben. Und schon hast du es ausgebessert. Das kannst du jetzt natürlich hier drüben auf der Seite auch machen. Und schon hast du die Gleichmäßigkeit wieder drin. Obwohl du hier keinen Haken drin hast. Verstehst du? So, und so kriegst du das ausgebessert. Das ist eine Sache, da kannst du 20 Jahre tätowieren, das ist eine Sache, die passiert dir nach 20 Jahren immer noch. Ja? Weil vielleicht genau in dem Moment hat der Kunde gewackelt oder du, ich habe meinen Fuß immer bei mir auf dem Stuhl, ich habe meine Füße nicht auf dem Fußboden, sondern auf diesem Stuhlring. Und manchmal rutsche ich runter von diesen, na, und dann bewege ich mich natürlich auch, ja. Ja, das sind Sachen, die passieren halt einfach. Wir sind keine Drucker und dann so kannst du das alles ausbessern, ja. Und auch wenn du ein Tattoo hast wie eine geometrische Form und so ist das ja hier, ja. Da hast du zum Beispiel hier auf dem Auge ist die Linie sehr dick, hier ist sie dünner. Auch da schaust du irgendwie, dass die gleich sind. Am allerwichtigsten ist das natürlich bei geometrischen Formen, dass die wirklich gleich sind. Wenn du ein Tattoo hast, was weiß ich, was machen wir da jetzt? Du hast solche Formen hier, ja, und dann kommt hier das nächste, ne? Dieses, ihr wisst schon, welche ich meine, ja, solche geometrischen Formen, die hintereinander kommen. Da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, dass ihr immer die gleiche Liniendicke habt. Ansonsten müsst ihr das ganze Tattoo nochmal nacharbeiten und dann immer diese eine Linie genau an diesem Punkt nochmal nachmachen. Deswegen ist das wichtig, geometrische Formen müssen gleich sein oder sollten gleich sein. Ja? Auch das ist nicht immer. So, jetzt kommen wir mal zu den Problemen. Schattierungen werden bei mir schnell zu dunkel. Also Schattierung, Kunsthaut, sowieso super Problem. Ich glaube, auf Kunsthaut ist eine Farbmischung, ich glaube, das erkennst du gar nicht so richtig. Oder 25% und 50%, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel Unterschied. Ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten, der auf Kunsthaut arbeitet, und ich sage ja immer, der hellste Farbton sind 3 Tropfen und der Rest dann Trinkwasser. Und da weiß ich, dass er sagte, das ist trotzdem Kohlrabenschwarz. Und da mischt er das runter auf 1 Tropfen und den Rest Wasser, damit du da irgendwie eine weiche Schattierung hinbekommst. Genau, Lene sagt das auch, 1 Tropfen auf Kunsthaut. Genau, deswegen ist das immer, für mich ist das natürlich schwierig. Ja? Ich rede immer von menschlicher Haut. Außer ich rede explizit
von Kunsthaut. Aber ansonsten sind alle die Tiefen zum Tätowieren der Nadeln, ja, die Einstellung der Maschine, die Farbabstufung, das bezieht sich immer auf Kunden und nicht auf Kunsthaut. Deswegen kann ich vielen Leuten da auch nicht helfen, wenn sie, ich bekomme ab und zu mal solche Fragen unter den Videos, dass das Stencil nicht hält bei Kunsthaut, was kann ich da machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, die verweise ich immer auf Discord, weil da sind diese Probleme ja einfach ein bisschen größer. Wenn du auf Kunsthaut arbeitest, oder besser gesagt, jetzt sieht man ja, ne, dass es ist alles anders auf Kunsthaut. Und deswegen fand ich mein Video ja so wichtig. Mir juckt irgendwie ein bisschen die Nase. Kriege ich heute noch eine drauf. Das Video, wo ich gesagt habe, dass man sich nicht zu lange auf Kunsthaut aufhalten sollte. Ja, sondern lieber die eigenen Oberschenkel irgendwie sowas machen. Ja, weil wenn du dir auf Kunsthaut eine Technik angewöhnst, dann bekommst du die super schlecht wieder weg. Jetzt stell dir vor, wir lesen hier auf Kunsthaut ein Tropfen, der Rest Wasser. Und jetzt fängst du an, du übst dieses ganze Schattieren, ja? Und du wirst natürlich besser. Das wird vielleicht am Anfang auch nicht gleich funktionieren, aber du wirst immer besser und probierst nochmal, nochmal, nochmal. Und irgendwann hast du den Dreh raus und du weißt ganz genau, wie das funktioniert. Jetzt kriegst du mit deinen einen Tropfen und den Rest Wasser bekommst du bezaubernde Schattierung hin. Jetzt gehst du auf den echten Oberschenkel, auf deinen eigenen Oberschenkel und fängst an mit diesen einen Tropfen. Da passiert gar nichts, ja. Du wirst überhaupt nichts erkennen. Du gehst nochmal rüber, nochmal, dann wird das alles rot. Dann denkst du, jetzt geht die Farbe rein. Aber nein, du machst einfach nur deine Haut kaputt. Mehr tust du da nicht. Und wenn das abgeheilt ist, dann hast du da vielleicht so einen ganz leichten Grauschimmer drauf. Aber definitiv kein Tattoo. Dann kommt hinzu, um so eine Linie hier hinzubekommen. Ich habe ja auch ein bisschen Kunsthaut gemacht, ja. Hier zum Beispiel, um eine solche Linie hinzubekommen, bist du auf echter Haut schon viel zu tief. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ich habe auf Kunsthaut auch ein bisschen rumgemacht da, ja, seitdem ich YouTube mache. Vorher war ich noch nie auf Kunsthaut. Und dann habe ich mir so ein bisschen mit Kunsthaut das ein bisschen probiert. Das ist Real Skin. Wenn ich hier so eine Linie haben will, stelle ich meine Nadel Tiefe bis 2 mm. Und dann kriege ich hier eine saubere Linie hin. Und man sieht, selbst bei der Kunsthaut haben wir hier, dass es unterläuft. Ja, selbst bei einer Kunsthaut. Auf echter Haut. Wir gehen jetzt davon aus, das ist eine straffe Haut hier oben drauf oder so. Ja, oder ist es wirklich straff? Auf echter Haut lasse ich meine Nadel 1 mm rausstehen. Aber Unterkante, ja. Immer dran denken. Wenn ihr, egal welches Modul ihr habt hier die Öffnung und dann geht das meistens erst so. Und das ist der untere Punkt. Wenn jetzt hier eure Nadel draußen steht, ihr schaut mit dem Auge natürlich von oben und seht hier die Öffnung. Und dann sieht das aus wie 2 mm. Das stimmt aber nicht. Denn dieser Bereich liegt auf der Haut auf. Und dann dieser Bereich, so steht die Nadel draußen. Also vielleicht einfach ein bisschen umdrehen. Ich mache das immer so, ich kippe sie hoch beim Einstellen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem Einstellen. Vor allem, wenn Farbe dran ist und du hast das irgendwie dunkel, dann erkennst du das nicht so richtig. Also kannst du es ein bisschen hoch machen und schaust im Prinzip gerade drauf. Die Maschine steht so und dann schaue ich so und stelle die dann ein. Und dann sehe ich ja, wie weit die raus ist. Wenn du das nur so hast und schaust von hier vorne und stellst ein bisschen, dann ist das definitiv nicht tief genug. Tja, Marcel, ich würde auch gern so viele Sachen sehen. Ich muss mir ja was aufheben für mein... Wenn ich meinen Play-Button habe, dann zeige ich euch meine Oberschenkel. Also, das wird noch so lange dauern, da sind meine Oberschenkel wahrscheinlich so viele Falten und Altersflecken, dass man es eh nicht mehr erkennt. Genau, Striptease. So, jetzt kümmern wir uns nochmal hier um dieses Problem mit dem Schattieren. Das ist hier natürlich, es ist im Endeffekt ja immer dasselbe. Ich lasse mir ja nicht irgendwie eine neue Technik einfallen, nur weil ich jetzt ein anderes Bild sehe, ja. Wir gehen jetzt einfach mal von deinen Farbabstufungen aus. Wenn ich diesen Bereich hier schattiert haben will, was hast du, eine 13er Soft Edge Magnum? Wie groß ist das Motiv? Leute, holt euch eine 17er. 17er, 19er, ein von die beiden. Müsst ihr alle liegen haben. Das ist wirklich wichtig, ja. Und völlig egal, wo ihr die kauft. Ich glaube, ich habe gar keine 19er mehr hier. Und 17er, glaube ich, auch gar nicht so viel. Aber eine von den beiden Nadeln müsst ihr immer da haben.
Ich weiß, dass ganz, ganz viele andere YouTuber oder egal, wo man was liest, selbst das war schon zu meiner Zeit so. Da hieß es immer als Nadelsortiment, was du brauchst. Du brauchst eine 7er Soft Edge Magnum, eine 13er Soft Edge Magnum. Das sind diese Nadeln, die immer so super, super wichtig sind. Aber das ist totaler Quatsch. Wenn du irgendwie in der Realistik irgendwas schattieren willst, hol dir eine 17er oder eine 19er. Mit einer 17er bekommst du immer noch ganze Flächen schwarz gefüllt. Ich habe mit einer 7er ganze Arme schwarz gemacht. Aber du kannst mit einer 17er zum Beispiel auch super weich schattieren. Ja? Und dann sitzt du auch nicht Ewigkeiten dran. Denn wenn du diesen Bereich hier schattiert hast mit einer 13er und du hier hochgegangen bist, du musst ja immer so, wie man Rasen mäht, ja, du ziehst deine Bahn hoch und gehst wieder die Hälfte zurück und ziehst dann wieder hoch. Da sitzt du Ewigkeiten dran. Das mach nicht. Wie schattieren wir das? Das ist ja relativ dunkel hier. Ich würde starten mit 50% Farbton. Du tauchst einfach hier ein und schiebst hier hoch. Dann hier ein und schiebst hoch. Hier rein und schiebst hoch. Also immer eintauchen und rausschieben. Deine Maschine, die S7, kenne ich gar nicht. Weiß ich nicht. Und Nadelrausstand auf echter Haut würde ich rausstehen lassen, ungefähr einen Millimeter. Und dann würde ich die erste Bahn ziehen. Und dann sehe ich ja, wenn ich wirklich ein gleichmäßiges Ergebnis habe, dann lasse ich das auf diese Nadeltiefe. Wenn ich zum Beispiel kaum Farbe drin habe, so gut wie gar keine, aber das fühlst du auch, wenn du so rüber gehst, als wenn das nur so rutscht, dann ist die Tiefe nicht tief genug. Dann musst du halt, machst du einen Klick oder du drehst nur so ein bisschen, ja, nicht kurbeln, sondern einfach nur so ein ganz kleines bisschen. Dabei bleibt natürlich immer die Maschine an beim Nadeleinstellen. Du machst deine Maschine an und dann siehst du ja, wie oben die Nadel rauskommt. Und dann fängst du an, so ganz leicht zu drehen, ein ganz bisschen. Ich gucke da meistens gar nicht hin. Ich schiebe meine Schattierung hoch, sehe das, alles klar, ist nicht richtig drin. Dann mache ich so ganz bisschen, probiere es nochmal. Ich taste mich da wirklich langsam ran. Und dann einfach zack und hoch. Wenn das mit diesen 50%, diese 50% gehe ich ungefähr, ja, in dem Bereich hier, wie sieht denn das hier überhaupt aus? Ja, diese 50% würde ich ungefähr so bis hierhin gehen, so wie deine Hand reicht zum Rausschattieren. Und dadurch, das hier ist jetzt dieser Punkt ist das hier. Diese Fläche hier ist das hier, ja? Jetzt kommst du mit deiner Magnum, du hältst sie natürlich ein bisschen schräg. So steht ungefähr deine Maschine. Hier ist deine Nadel, die sitzt hier drin. Ja, zack. Und dann in diese Bewegung hier raus. So weit, wie du halt kannst. Ja, rein und wieder raus. Das ist zum Beispiel auch eine super gute Übung. Ich weiß nicht, ob ich die Übung schon mal irgendwo gemacht habe, auf dem Blatt oder so. Das kann man auch einwandfrei üben. Ihr macht euch auf der Kunsthaut hier so eine Linie und fangt an, genau mit dieser Technik hier rauszuschattieren. Und das könnt ihr immer wieder üben, immer wieder üben. Und irgendwann hört das auch auf, dass der Einschlag der Magnum hier ist oder hier ist, ja, so dieses Schräge. Das hört dann irgendwann auf. Dann trefft ihr wirklich immer diese Linie. Das ist so eine Übungssache, ja. Ihr müsst eure eigene Hand als Stopp nutzen. Ja, das kann man super, das kannst du im Kopf einprogrammieren, wann deine Hand stoppt, ja, dass das immer an der gleichen Stelle ist. Das funktioniert. So, und dadurch, dass du ja hier diesen Bogen rausgehst, bleibst du mit deiner Nadel in diesem Bereich immer noch drin und jetzt kommst du langsam raus, ja, und bekommst in diesem Bereich einen weichen Übergang. Das kann sein, dass der, wenn das frisch ist, noch relativ hart aussieht. Aber dadurch, dass du ja nicht mehr die Hauttiefen triffst, da wo die Farbe auch drin bleibt, sieht das nachher aus wie so ein weicher Übergang. So, wenn du das dann fertig hast, dann kannst du nochmal, was hast du hier? Mit diese 25% kannst du nochmal hier raus schattieren, ja? Das machst du so. Da tauchst du aber nicht mehr hier ein, ja? Das ist ja jetzt... Wir möchten mit den 25% gehen wir jetzt ungefähr so von hier bis hier raus. Ja? Das Rote sind unsere 50% Farbabstufung und das Blaue sind jetzt die 25%. Hier machen wir das aber so, dass wir wippen. Ja? Wir
kommen mit einem Schwung, tauchen ein und gehen wieder raus. Von hier starten wir und gehen hier raus. Das nennt man einen Whip-Shade. Ja, so schattieren wir das dann nochmal ein bisschen raus. Wenn du das am Anfang nicht hinbekommst, ist das auch nicht schlimm. Dann nimmst du diese 25%, tauchst halt wieder hier unten in dem Dunklen ein und schattierst halt noch weiter raus. So kannst du das auch machen, ja. Und ganz am Ende nimmst du dein, wenn du es sehr dunkel haben willst, oder was weiß ich, nimmst du deine 75% und schattierst nochmal hier diese Kanten raus. Diese 75% machst du meistens, damit du deine Linie hier wegbekommst, ja? Damit das eben nicht aussieht wie das hier. Ja? Das will man nicht. Oder du nimmst dann halt 100% Farbton, damit du mit diesen 100% Farbton gehst du hier, füllst das. Füllen ist Kreisen, im Prinzip so, ja, damit du hier deine Outlines wegbekommst, weil die will man nicht haben. Wenn du von vornherein weißt, du weißt von vornherein, dass das hier schwarz wird, genauso wie das hier, oder diese Teile werden schwarz, dann nimmst du dir nicht so eine fette Liner, dann nimmst du dir keine Sima Liner und ziehst da eine schöne, saubere Linie lang. Das machst du nicht. Dann nimmst du deine Sima, tauchst ein in deine 4 Tropfen oder von mir aus 25 Tropfen, dann 25%, tauchst da ein und ziehst ziemlich zügig deine Linie hier rum. Nicht so langsam, sondern ziemlich zügig ziehst du sie rum. Und dann kommst du anschließend mit deiner Magnum und füllst das schön sauber aus. Dann hast du zum Schluss auch nicht solche dicken Linien drumherum. So kannst du das machen. Hier unten genau dasselbe Problem. Deine Maschine, entweder du hast 3 Möglichkeiten. Punkt 1 ist Nadel zu weit draußen. Ich schreibe das doch jetzt nicht hier alles, oder? Genau, entweder für diesen Bereich hier, entweder ist deine Nadel zu weit draußen, dass sie rüber rattert. Nächster Punkt ist, Maschine zu langsam, dann kommt sie auch ins Rattern. Ja? Oder deine Handbewegung ist zu schnell. Oder ja, zu schnell für die Geschwindigkeit deiner Maschine. Das ist das, was ich vorhin in dem anderen Tattoo auch schon gesagt habe. So, jetzt kommen wir nochmal zu deinen Abstufungen. Wenn du Bereiche hast, wie die hier oder auch diese Kreise hier oben, ja, oder hier die Schnauze, nicht 75% nehmen, dann nimmst du 100%. Irgendwie eine Fläche füllen mit 75% oder mit 50%, das ist super schwierig, vor allem am Anfang. Und so eine Schnauze hier von dem Tier hier, das kannst du doch schwarz machen. Ja? Warum willst du das nicht 100% schwarz machen? Wofür diese 75? Ja? Genauso wie das hier, kannst du komplett schwarz machen. Wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, er möchte aber nicht solche dunklen Tattoos haben, dann sagst du dem Kunden, ist doch egal. 100% schwarz müssen da rein. Ja? Du musst ja mit diesem Schwarz jetzt nicht noch anfangen, das hier so 100% schwarz auszuschattieren, das 100%, hier nochmal 100%, ja, dass das Gesamtbild einfach nur noch schwarz ist. Das musst du ja nicht machen, aber du kannst auf jeden Fall, jetzt habe ich da komplett drüber gemalt, ne? Du kannst das auf jeden Fall, die Teile, die schwarz sind, kannst du auch schwarz machen. Wenn du jetzt hier deine Augen schattieren willst, dann machst du das zum Beispiel so. Ja, du willst jetzt hier so ein bisschen, dass das Auge rund erscheint. Ja? Wenn du das jetzt haben willst, nimmst du deine Farbmischung 25%. Nee, du nimmst erst deine 4 Tropfen, du nimmst dir eine Magnum, eine große Magnum, nicht hier so ein 13er Kram oder sowas, sondern eine ordentliche Magnum, irgendwie eine 15er, eine 17er, eine 19er, völlig egal, ja. Und in eine Stärke 0,30, auch keine 35er nehmen für irgendwie zarte Tattoos, keine 35, dann eine 30er oder eine 25er. Also, du willst jetzt hier dieses Auge machen, du nimmst deine 4 Tropfen, stellst deine Maschine ein. Ich sehe, du hast die Maschine auf 8 Volt laufen, also ist eher dein Problem, dass deine Nadel zu tief draußen steht. Weil 8 Volt reicht eigentlich aus, um sauber zu schattieren. Also deine Nadel muss weiter rein ins Modul. Jetzt nimmst du deine 4 Tropfen und schattierst hier diese Kante raus. Da gehst du jetzt erstmal so ein bisschen rüber. Mit diesen 4 Tropfen hier unten diese Ecke auch, machst du auch. Du lässt diesen oberen Fleck da, das lässt ein bisschen frei. Wenn du das erledigt hast, kannst du
nochmal deine 25% nehmen und schattierst hier diesen leicht nochmal ein bisschen drüber, genauso wie hier unten, einfach nur so ein bisschen. Das reicht aus. Ich habe jetzt hier so einen riesen Pinsel, deswegen sieht das halt alles ein bisschen doof aus hier. So kannst du das dann machen. Gibt es hier noch Fragen zu? Hast du noch eine Frage dazu? Ich denke, ich müsste das eigentlich ganz gut erklärt haben. Im Endeffekt ist es ja auch immer dasselbe. Jetzt habe ich mir hier einen Haufen Kram aufgemacht. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Ja, Dogbars Fenster geschlossen. Ja, das ist nicht schlimm. Naja, Marcel, das ist, weil du heute Kanalmitgliedschaft wieder gemacht hast. Und außerdem habe ich gerade hier bei Twitch einen Erfolg bekommen, deswegen. Also Eigennutz eigentlich nur. So, jetzt kommen wir mal hierzu. Ich habe hier zwei Bilder davon. Ich weiß nur noch nicht, welches wir nehmen. Ja, das ist einmal ein abgeheiltes und einmal das frische. Ich mache das hier mal so ein bisschen heller. So, genutzt wurde der Equalizer Neutron Pen mit 3,5 mm Hub auf 7 Volt. Farbe wurde genutzt Eclipse 100%, 75%, 50%, 25% und 4 Tropfen. Und fürs Weiß wurde das Straight Weiß genommen von World Famous. Das finde ich auch gut. Annadeln. Roundliner 5er und 7er in jeweils 0,30. Soft Edge Magnum, eine 11er, eine 15er, jeweils 30. Ist das Tattoo auf dem Ellenbogen hier hinten oder auf dem Knie? Das Knie, oder? Oberschenkel. Also über dem Knie. Ich guck mal selber bloß kurz, ja. Das war ein bisschen. Also, hier haben wir was. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Tattoo, wo man sich hätte sagen können, das hätten wir aber größer machen können. Weißt du? Weil das ist ja jetzt ein Tattoo, da sind super viel Motiv drin, also super viele Details drin, ja. Und wenn du das ganze Ding einfach größer gemacht hättest, hätte das nicht bedeutet, dass du langsamer bist, sondern schneller. Ja? Ja, so zum Beispiel. Und ich hätte dann vielleicht sogar, ist natürlich im Nachhinein immer blöd, ja. Aber ich hätte vielleicht nicht den ganzen Vogel darauf geknallt. Ich hätte hier so diesen gesamten Bereich hier weggelassen. Das hier, ja. Alles einfach weg. Das ist so dieses typische, wir müssen das gesamte Tattoo dort drauf haben. Ich bin auch so, aber ich mache das nicht mehr. Ich gewöhne mir das ab. Es gibt einen Tätowierer, da erzähle ich euch nochmal irgendwann was zu, und zwar habe ich mir gerade ein Seminar angeschaut und ich erzähle euch mal ganz kurz was davon. Das ist ein Tätowierer, der ist wirklich, wirklich gut. Also ich mag den super gern. Vielleicht nicht vom Charakter, aber von seinen Arbeiten. Und der hat eine Regel. Wenn der einen Tattoo, einen Design erstellt, dann muss man aus 5 Meter Entfernung die Details erkennen. Und aus 10 Meter Entfernung muss man immer noch erkennen, was es ist. Und so ist das meiner Meinung nach richtig. Weil, wenn wir jetzt das hier nehmen, schau dir das mal an. Diese Mühe, die du dir gemacht hast für diesen Bereich hier. Und das ist das. Und Sina, du wirst jetzt bestimmt gleich mit dem Kopf nicken. Du sitzt ja ungefähr in dieser Größe, sitzt du vor diesem Tattoo, weil du sitzt ja bloß 20 cm davor entfernt. So, jetzt machst du diese Knochen. Du bist hierbei, diese Knochen zu machen. Dann fällt dir auf, dass dieser ganze innere Bereich hier, das ist ja so, da ist ja nichts, ja. Da muss auch irgendwas gemacht werden. Also, was machst du? Du fängst nochmal an mit einer Linernadel, dann pimmelst du hier drin rum, dann nochmal hier ein bisschen. Jetzt habe ich da bloß ein paar Linien, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen schattieren. Also suchst du dir irgendeine kleine Magnum raus oder Round Shader und fängst an, hier nochmal schattieren und hier nochmal schattieren. So, jetzt ist dein olles Tattoo hier fertig. So, jetzt ist das fertig und du denkst dir, naja, sieht ja ganz gut aus. Ja, tut's ja auch. Jetzt ist das abgeheilt und dann hast du da einfach nur noch ein paar freie Flächen mit ein paar Linien. Ja, weil das unnötig ist. Ja, das kostet viel Zeit, das kostet viel Material vor allem, ja, weil du wahrscheinlich nochmal irgendeine Nadel rausnehmen musst, dann musst du nochmal eine Farbe anmischen und so weiter. Und das Schlimme ist, du hast dann trotzdem überall Linien, ja, hier in diesem ganzen Außenbereich, das sind ja alles Linien, das hier, ne, alles Linien. Und dann schattierst du das. Das muss ich jetzt nochmal zurück machen, so. Ja, und wenn wir jetzt nochmal das angucken, sieht das hier ganz anders aus als ein abgeheiltes Tattoo oder was dabei ist abzuheilen. Und hier haben wir jetzt
Wenn das abgeheilt ist, sieht das halt einfach, bevor wir uns jetzt falsch verstehen, das ist kein schlechtes Tattoo. Ja? Ich denke, du weißt selbst, dass wir alle noch ein bisschen üben müssen, aber was ich hier einfach versuchen will zu erklären, ist dieses hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen, das ist unnötig und einfach viel zu viel. Ja? Was ich hier gut finde, dass du dir getraut hast, dunkel zu werden. Ja, das finde ich gut. Ich finde diesen, bin ich ehrlich, ich finde diesen inneren Bereich, finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Du hast dir getraut, hier nochmal dunkel rauszuschattieren. Das ist ja meistens, ist das ja so eine Sache, traut man sich meistens nicht so richtig. Aber man kann hier auch schön sehen, wie schön weich das hier eigentlich so schattiert ist, ja. Und wenn es dann abgeheilt ist, ist das Weiche nicht mehr da. Dann ist es doch alles nur, ja, so skizzenmäßig, ja. Ich habe selber auch dieses Problem mit diesen, man müsste rein theoretisch viel länger in diesen einen Bereich bleiben, ja, um das auszuschattieren. Aber wer macht's, ne? Also, wenn fertig, dann fertig, denkt man sich zumindestens, ne? Ja, und hier auch, ne? Das ist so, ich gehe jetzt hier mal auf diese Füße. Oh, wenn man sich jetzt hier so diese Füße anschaut, viele Sachen, die ergeben sich, weil sie dazugehören, ja? Du weißt, alles klar, hier sitzt so eine Eule drauf und die hat natürlich auch ein paar Füße. Und selbst wenn du dir die Mühen machst, ja, und du schattierst das hier in einem anderen Farbton, ja, damit das irgendwie, wenn es frisch ist, gut rüberkommt. Aber ist das abgeheilt? Ist das im Endeffekt wieder nur eine Linie mit einem bisschen Schattierung, ja? Und hier kann man sehen, dass tatsächlich nur das hier drin geblieben ist. Das ist immer ein Hin- und Her-Gespringe jetzt hier. Ja, dass das, was hier in dem alten Tattoo 100% schwarz war, also zumindest so aussieht, das ist jetzt hier einfach nur noch grau. Aber hier ist es super dunkel. Bei der Kralle da unten, na, das Zeugs hier. So, und das passiert halt, wenn du immer öfter rüber gehst, ja. Du nimmst dir irgendeinen Farbton, was weiß ich, 50% Farbton. Und du fängst an, hier rüber zu schattieren. Ja, ist noch nicht so richtig drin. Ja, ist klar, dann gehst du nochmal rüber, ja. Dann gehst du nochmal, bis du denkst, das ist dunkel. Aber es ist nicht dunkel. Diese 50% Farbton bleibt 50% Farbton. Der wird natürlich dunkler, weil die Haut wird röter. Ich weiß, wie ist denn die Mehrzahl von Rot? Auf jeden Fall wird das alles immer... Es gibt ja zum Beispiel, es gibt einen YouTuber, der sagt das auch so, ja, dass wenn du 50% Farbton hast und du schattierst eine Fläche aus und du schattierst nochmal rüber und nochmal rüber, ist er der Meinung, dass das irgendwie 100% schwarz wird. Aber das ist Quatsch, das wird nicht 100% schwarz, weil diese Pigmente, du vermischst die ja, diese Pigmente. Ja, das, es wird halt einfach nicht, ne? Und so sieht das, guck, hier zum Beispiel, es gibt doch keinen Unterschied zwischen diesem Farbton hier und diesem Farbton. Allerdings wurde hier ein dunklerer Farbton genommen und deswegen ist das auch dunkler als das. Und das ist halt das Wichtige, dass du deine Farben kennst. Wie sehen sie aus, wenn sie abgeheilt sind? Rötlicher, ja, das ist hier Vaginchen, Vagina, Waggon. Joa, ich will mal noch mal ein bisschen hier auf das Fell eingehen. Ist natürlich schwierig hier, ne? So ein Fell. Wenn du sowas hier machst, das ist ja hier wirklich irgendwie mit einer dunklen Farbe, dann wahrscheinlich mit einer Magnum hier rein und dann hier immer so ein bisschen rausgezogen. Da muss ich sagen, das so gefällt mir persönlich das nicht, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel... Warte mal, hast du das beim Original vielleicht sogar gemacht? Du hast ja hier, sieht man ja, du hast ja hier reinschattiert, ne? Dann mach das mal dunkler. Du nimmst nochmal deine Magnum. Du hast jetzt zum Beispiel diesen Bereich hier, das wird jetzt schwarz, ja? So, du hast jetzt diesen Bereich so ein bisschen schattiert. Nicht so gleichmäßig machen wie das hier, ja? Dass das alles so in einer Reihe ist, dass das aussieht wie ein Zahnrad. Mach das mal nicht so. Und jetzt nimmst du dir nochmal einen helleren Farbton, ein bisschen... Und gehst hier einfach nochmal dazwischen. Ja, du kannst ja hier so ein bisschen, zack, nochmal überall so ein bisschen. Und nicht so gleichmäßig. Hier zum Beispiel kannst du nochmal, dann gehst du hier nochmal so ein bisschen rein. Fellstruktur oder Haare oder was auch immer. Das ist schwierig, ja.
Aber das Schöne ist ja, wenn du eine Vorlage hast, und die hast du ja meistens, genau, das wurde mit KI generiert. Und da hast du ja so eine Struktur. Wenn du zum Beispiel, so kann man das auch machen, du hast jetzt eine Vorlage, du weißt aber gar nicht, wie man schattiert. Dann schaust du dir deine Vorlage an und teilst das ein. Du sagst jetzt, du kopierst das sozusagen. Du machst jetzt diesen Bereich hier am Auge. Und dann schaust du dir an, welcher Farbton ist jetzt da. Alles klar. Dann fange ich an, hier mit diesen 100% rausschattieren. So, jetzt wird das da irgendwo wieder heller. Ja, dann schaue ich mir erstmal an. Ich nehme alles, was diese 100% sind erstmal und schattiere mir das hier so raus, so wie es haben will. Vielleicht auch einfach mit einer Round Shader kann man das ja auch machen. Wenn du solche Eulenkram machst, ist das größte Problem die Kante hier. Ja, weil du keinen Übergang findest ins wann hörst du auf damit, ja? Das funktioniert halt meistens nicht. Dann sieht das ziemlich komisch aus. Dann kopierst du dir das halt so 1:1 ab. Und wenn du das dann alles fertig hast, kannst du immer noch hier am Auge ringsrum, kannst du immer noch rausschattieren, ja? Dann machst du das hier nochmal ein bisschen dunkler. Dann kannst du von dieser Kante hier so ein bisschen nochmal rausschattieren in verschiedenen Abstufungen. Du kannst dann zum Beispiel auf solche hier wie diesen Bereich hier. Du gehst hier von dieser Kante und schattierst halt einfach nochmal auf das hier rauf, auf diese hellen Stellen. Und schon bekommst du nochmal so eine Schicht oben drüber. Und da nimmst du halt einfach nochmal einen anderen Farbton. Was du gut gemacht hast, ist hier, dass du den unteren Bereich hier, ich versuche gerade die Linien hier ein bisschen wegzubekommen. Mensch, komm schon. Ja, diesen Bereich hier, das hast du schön Tiefe mit eingearbeitet. Das hättest du hier oben auch ein bisschen machen können noch, ne? Hier, weil sie steht ja ein bisschen schräger. Ich denke, die Vorlage war so. Vor allem den Bereich hier um den Schnabel rum, ja, das hier. Das hättest du auch noch so ein bisschen irgendwie, obwohl der Schnabel echt blöd aussieht, mit diesen Nasenlöchern dazu. Den hätte man vielleicht einen Ticken größer machen können, ne? Irgendwie so, ja, ein bisschen größer. Oh, und dann hättest du das hier nochmal dunkler gemacht, so dass der Schnabel auch so ein bisschen rauskommt, ja. Aber das ist halt dieses, sich eine Vorlage anschauen und wenn das mit KI gemacht wird, KI hat super viele Fehler drin, ja. Ich finde auch, ich nutze KI gar nicht mehr, weil es mir einfach nicht gefällt. Die können keine Komposition, das können die nicht und ich finde, es sieht auch alles gleich aus. Mittlerweile ist es so, glaube ich, wenn du bei Instagram guckst oder du guckst bei Pinterest, ich finde, du kannst schon richtig gut erkennen, was wurde mit der KI gemacht und was wurde von Hand gezeichnet oder digital selbst gezeichnet. Ich finde, das sieht irgendwie, man erkennt das. Ich habe das auch schon genutzt, ja, mit dieser KI. Hab da sogar Tattoos von. Ja, ansonsten, ja, vielleicht das hier so ein bisschen abgewöhnen, ne? Hier, dass hier wirklich überall irgendwie eine Farbe reinkommt, ne? Lass einfach mal ein bisschen was frei, ja. Weil wenn du dir den Ast hier anschaust und du schaust es dir im abgehaltenen Zustand an, wie sieht's aus? Das ist wirklich deine Linien, so ein bisschen sketchy-mäßig hier, stretchy, was weiß ich hier. Und dann hast du halt einfach so ein bisschen Grauton drin. Und da kannst du auch ein bisschen mutiger sein. Ja? Du kannst, was weiß ich, du bist ja dem Bereich hier, guck mal, hier der Bereich bist ja auch so dunkel gewesen. Hättest du in diesem Bereich hier auch machen können. Und so einen Baum machen, das ist wirklich super easy, ja. Du kannst hier, was weiß ich, hier, du machst hier noch so ein bisschen Knorkendinger mit rein und nicht einfach nur irgendwelche Linien. Kannst du ja so reinzeichnen, so ein paar Äste und all sowas, ja. Und dann kannst du ruhig hier unten dieses 100% rausschattieren. So, dann wirst du nachher ein bisschen heller und kannst nochmal hier, schattierst du das so ein bisschen rum. Ja, so ein Astloch. Und dann lieber den Ast ein bisschen dunkler machen und dafür die Krallen einen Ticken heller, so dass man diese Krallen nachher auch gut erkennt. Ich weiß, dass bei der künstlichen Intelligenz, die machen das alles immer so mit so einem Grau. Schimmer da drüber, aber da darfst du dich nicht dran halten, ja, das musst du so ein bisschen abändern. Und dann wäre die Kralle, ja, weil der Baum, der ist ja unwichtig, ja, der Baum ist, man muss sich bei so einem Tattoo immer entscheiden, was ist denn wichtig?
Ist nur dieses Motiv wichtig oder ist dieser Baum wichtig? Du willst ja, das Hauptmotiv ist deine Eule-Eule mit diesem Knochengerippe da drin. Also dieser Baum, das ist einfach nur Beiwerk. Und dann, ja, irgendwie so irgendwie vernünftig machen. Ja, und auch so ein Baum hier, ja, das ist, dafür brauchst du keine künstliche Intelligenz. Das Ding kannst du einfach alleine zeichnen. Schattierst du hier so einfach so ein bisschen raus. Gibt es noch ein paar Äste dazu. Dann gehst du noch mal ein bisschen nach oben. Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, diese Äste. Ne? Das kannst du ja alles machen, wie du Bock hast. Dafür brauchst du keine künstliche Intelligenz. Und dann kannst du dir das natürlich auch offen halten. Ja? Dann könntest du ja rein theoretisch auch noch mal einen Ticken nach unten gehen. Weil diese Kniescheibe, da gehst du dann ja sowieso wahrscheinlich nicht drauf. Aber man hätte es auch komplett einen Ticken größer machen können. Ja, also was bei dir so ein bisschen... Du musst auch noch ein bisschen von deinen Linien wegkommen, ja, diese Outline-Dinger. Und selbst wenn du das mit einer ganz hellen Farbe machst, ja, ich finde, wenn du in die Realistik rein willst und dann hier diese Linien alle hast, das macht das Tattoo kaputt, meiner Meinung nach, ja. Weil du hast hier überall immer so ein bisschen diese Linien zu hängen. Das war so wie die Figur beim letzten Mal, ja. Dann hast du, das hast du hier jetzt natürlich nicht. Und deswegen sieht das, außer hier dieser Bereich natürlich, ne, der ist ja auch da. Aber hier zum Beispiel diese Linie, die erkennt man nicht. Aber wenn du anschließend daran schattierst, mit einem helleren Ton oder mit demselben Ton, ja, hier ran schattierst, derselbe Farbton wie die Linie hier, spielt es keine Rolle. Die Linie wird präsenter sein als diese. Und das musst du wissen, wenn du mit deinen Farben arbeitest. Und da kannst du halt gegenwirken, indem du einfach eine dunklere Farbe nimmst. Ja? Und dann schattierst du dir das hier einfach so ein bisschen raus. Und hier diesen Bereich auch so ein bisschen schattiert. Und dann ist es gut. Ja? Und dann lässt du es auch in Ruhe und gehst nicht nochmal mit irgendwie einen helleren Farbton hier nochmal rüber und nochmal rüber und nochmal rüber. Ja? Weil es, wenn es frisch ist, so unfertig aussieht. Wenn wir jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich sind, ja, dieser Bereich hier, vor allem der hier, ist doch 100% unnötig, oder? Weil der sagt doch gar nichts aus, ne? Und der wäre auch für dieses ganze Tattoo nicht vonnöten gewesen, im Prinzip, ja? Na klar, du musst natürlich irgendetwas da machen, aber, ja, wofür? Das meine ich. Aber der Bereich, der ist cool hier. Das gefällt mir richtig gut hier. Das hier, das finde ich gut. Dann noch eine Frage dazu. Ja, im Prinzip, ja, in dem Tattoo einfach nicht in diesen ganzen Mini-Details drin verlieren. Ich bin auch so, aber bei dir besteht vielleicht noch die Hoffnung, dass du dir das abgewöhnen kannst. Ja, bei mir wird das schon ein bisschen schwieriger. Ich habe übrigens eine neue Tasse, die ist cool, oder? So. Als Maschine haben wir eine Dragonhawk X5. Für das Schattieren eine Mastur. Nadeln, 5er Roundliner, 7er Roundliner, 15er Round Magnum, alles in 0,30. Linien bei 8 Volt, Schattierung bei 7 Volt, Farbe Eclipse, Abstufung angepasst auf Kunsthaut, 100%, 6 Tropfen und 1 Tropfen. Genau, beim nächsten Mal. Aber ey Leute, wisst ihr, wie warm das hier drin ist? Unten bei mir im Studio, wenn draußen 25 Grad sind, musst du bei mir im Studio, würdest du am liebsten die Heizung aufmachen, ja, weil das so kalt ist da drin. Ich muss, damit ich meinen Laden warm bekomme im Sommer, muss ich die Fenster und die Türen aufmachen, damit ein bisschen Wärme reinkommt. Aber hier oben schwitzt du. Sagst du mir noch ungefähr, wie lange du dafür gebraucht hast? Das würde mich ja mal interessieren. Und ob es Real Skin ist? Ist, glaube ich, Real Skin, oder? Nee, Andrea, das willst du nicht sehen. Ehrlich nicht. Eine Klimaanlage kaufen, ja. Aber du weißt, ob das Real Skin ist, oder? Ach, ist keine. Naja, egal. So, zu diesem Tattoo. Erstmal, es sieht cool aus. Gefällt mir gut für eine Kunsthaut. Aber auf echter Haut haben wir genau das gleiche Problem. Weil du halt, du, so wie es aussieht, bist du auch mega detailverliebt. Ja. Und du hast ja diesen, wenn du diesen Bereich hier, schon wieder hier, also, wenn du diesen Bereich hast hier, das ist in, und du machst das ungefähr so auf diese Größe. Ja, das ist ja dann schon ziemlich groß. Aber du machst das auf diese Größe,
dann ist das in ein paar Jahren ist das wirklich nur noch ein Brei. Ja? Das ist immer schwierig. Von der Arbeitsweise her finde ich es cool, dass du hier diese ganzen Punkte drin hast, genauso wie hier diese ganzen Punkte drin hast. Das liegt, glaube ich, an die Kunsthaut. Wenn du sagst, das ist diese super dünne, dann ist das auch wie so Linoleum, oder? So ein hartes Zeug ist das, oder? Das ist nicht so weich. Ja, also, wir fangen jetzt einfach mal an. Das ist gut. Es ist gut, so wie es ist, aber ich finde es halt schwierig. Aber ich will trotzdem ein bisschen was dazu erklären. Wenn du zum Beispiel, wir sprechen jetzt hier über diese Falte hier zum Beispiel, ja, und über diese. Oder generell mal einfach so übers Gesicht. Ich finde, es sieht immer noch so ein bisschen aus wie eine Skizze. Ja, das kann natürlich so dein Style sein, aber ich weiß nicht, ich würde es ein bisschen ändern. Und machen wir mal das. So, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast hier so deine mittlere Falte. Das ist ja die, die meistens so am tiefsten ist, ne? So, hier kannst du, jetzt hast du deine Linie hier gezogen. Jetzt kannst du mit deiner Magnum kommen, du gehst deine Farbmischung runter. Was hast du denn da? Dann gehst du, du hast diese Linie hast du zum Beispiel mit 100% gezogen. Und jetzt gehst du auf einen Tropfen. Kunsthaut ist ja relativ hell. Dann nimmst du dir deine 15er Soft Edge Magnum und mischt und lässt sie ungefähr so einen Millimeter rausstehen. Dadurch, dass du ja die Soft Edge Magnum hast. Und dann gehst du hier in der Ecke so schräg rein. Du hältst sie aber schön schräg, dass sie in dem Bereich intensiv ist und hier hinten nicht mehr drin ist in der Haut. Weißt du, so schräg halten. So, und wenn du das hast, dann kannst du auf der Seite so hochziehen. Dadurch bekommst du eine schöne Schattierung hier rein. Ich muss das mal, oder mache ich das so? Genau, so geht das besser. Dann kannst du das hier so ein bisschen rausschattieren. Und so bekommst du einfach eine tiefe Falte hin, die aber auch wieder heller wird. Und so kannst du das im Prinzip bei jeder Falte machen, wenn du dann diesen Bereich hier auch noch reingehst. Weißt du, immer so diese, aus diesen Spitzen der Falten wieder so rausgehst. Nicht nur eine Linie, sondern eine richtig rausschattiert. Und dann wirst du dünner. Dann funktioniert das, dann sieht das besser aus. Verstehst du, wie ich meine? Dadurch bekommst du eine Plastizität hin. Dadurch wird das alles ein bisschen tiefer. Und genau das Gleiche kannst du hier am Auge auch machen. Du wirst hier einfach dunkel und schattierst hier nochmal, ne, das Augenlid ist ein bisschen höher und schattierst hier nochmal rein. Das macht natürlich, wenn du so viele Falten hast, macht das natürlich super viel Arbeit, aber so wird das am Ende einfach. Wir können das nachher mal vergleichen mit der anderen Seite. Beeil mich schon. So, machst du das im Auge natürlich auch. Machen wir den Bereich hier hinten komplett schwarz. Jetzt machen wir nochmal einen Ticken heller. Ja, so kriegst du einfach ein bisschen mehr Tiefe rein. Genau, was so kleine Schattierungen ausmachen. Genau, dass du guckst, wo ist es tief und wo ist es hell. Und so kannst du dir das komplett ausarbeiten. Super einfach eigentlich. Und dann auch, vielleicht lag es auch einfach daran, dass du nachher auch keine Lust mehr hattest. Das kann natürlich auch sein. Wenn du nämlich hier in diesem unteren Bereich angefangen hast, und hier sieht man ja, dass du das hier so gemacht hast, ja, dieser ganze Bereich, auch im Maul, ja, das hast du ja alles, da hast du wirklich doll auf Kontrast geachtet, was auch wirklich gut aussieht. Und dann hier oben im Gesicht kann ich verstehen, dass man dann irgendwann vielleicht auch keine Lust mehr hat, ja. Aber so kann man das dann machen. Und da muss man sich dann überlegen, war dieses Motiv doch ein Ticken zu groß, ne? Obwohl ja auf Kunsthaut, ich weiß nicht, wie es auf Kunsthaut ist, ob man das anschließend nochmal weitermacht, weiß ich nicht. Oder ob man dann lieber ein neues anfängt, weil man in dem alten so viele Fehler für sich selbst entdeckt hat, ja. Das kann natürlich auch sein, dass man es dann nicht fertig haben will. Und hier auch, ne, diese Seite vom Gesicht liegt ja vorne im Hellen. Der hintere Bereich, der liegt im Dunkeln. Also würde ich hier auch alles einen Ticken dunkler machen. Ich zeige dir nachher gleich nochmal eine andere Möglichkeit, wie du das auch gut rausschattieren kannst. Ja, und hier den Bereich dann auch, kannst du ja auch dunkler machen. Das ist ja auch so, dann kriegst du auch die Linien weg. Den ganzen Bereich kannst du hier ruhig richtig schwarz machen. Also
Zumindest so, dass du diese Linien wegbekommst. Und so sieht im Prinzip ein komplettes Stencil aus. Anders würde ich mir das Stencil nicht zeichnen. Wie diese ganzen Linien hier, ja? So würde bei mir das Stencil aussehen. Und dann schattiere ich mir das so raus, hier in diesen, wie auf der anderen Seite. Was du noch machen kannst, ist, du nimmst dir eine Soft Edge Magnum, eine relativ große, also hier 15 ist gut. Nimmst dir einen hellen Farbton und gehst einfach über die Mitte rüber. Zeig dir das mit einer anderen Farbe. Die Magnum ist hier, so geht die. Und du ziehst einfach hier die Richtung runter. Einfach so rein und schattierst das so raus. Ja, oder du ziehst einfach nur, das geht auch. Damit kriegst du so ein bisschen erstmal deinen Schwung so rein. Ja? Und dadurch, dass das eine Round Magnum ist, sorgst du dafür, dass du in dem Bereich ist es dunkel und hier wird das immer heller an den Seiten. Du lässt die nur einen Millimeter rausstehen. Und wenn du die Magnum hast, ja, die läuft ja so, und du hast die nur so einen Millimeter rausstehen, dann ist ja nur dieser Bereich, der in der Haut drin ist, und das ist das, was nachher am Ende sowieso rausgeht. Ja, das bleibt ja nicht da, weil das einfach nur in der oberen Hautschicht ein bisschen rumkratzt. Und dadurch, wenn du das so machst, bekommst du über deine Linie, mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, so eine Kante rüber, über deine Linien. So sieht das nachher aus. Ich mache das mal in schwarz, dann erkennst du das wahrscheinlich einen Ticken besser. So, wo haben wir hier noch so eine Linie? Genau, hier. So, gehst du einfach nur über die Mitte rüber. Das ist, wenn es mal schnell gehen muss. Ja? So kannst du das auch machen. Ziehst einfach deine Magnum rüber. Und dadurch bekommst du so ein bisschen anderen Farbton nochmal mit rein. Und zwar diese Tiefe. Ne? Ist ja unten schwarz, dann geht es so hoch und dann wird es heller. So kannst du das machen. Auge hier genau dasselbe. Immer ein bisschen schauen, dass du nicht alles nur einfach irgendwie punktest oder so. Ich weiß nicht, ob du das mit Peppershades gemacht hast. Weiß ich nicht. Und dann, dass du wirklich Kontrast, alles steht und fällt mit dem Kontrast. Ja, das kannst du denn hier so. Auch das mit dem, hier habe ich gesehen, hast du so einen Lichtreflex drin. Ja, das würde viel cooler kommen, wenn du das mit 100% schwarz bis zu diesem Lichtreflex rangehst. Hier lässt du noch ein bisschen offen. So, jetzt verwischen wir das hier noch so ein Ticken. Ja, wahrscheinlich ein bisschen weiterziehen. Dann kannst du ja hier nachher dann nochmal gut auf Kunsthaut und dann weiß ist wahrscheinlich nicht ganz so cool. Und schon bekommst du Leben ins Auge. Also schwarz, weiß, Kontrast und dann läuft das von ganz alleine. Ja, wenn du auf Kunsthaut bleiben willst, immer mal wieder, dann empfehle ich dir, hol dir eine gute. Ja, das wird für dich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Schreib mich mal bitte nachher nochmal auf Discord eine Privatnachricht. Schreib mir die mal an, bitte. Ja, und Zähne haben wir auch immer wieder dasselbe Thema. Und das ist das hier, ne? Du hast hier deine Linie hier unten, ja? Das hier. Und dann musst du gucken, was ich hier cool finde, ist, du hast hier einen Bereich, der ist sehr dunkel. Ich habe keine Ahnung, ob das mit Absicht war oder ob das nur so war. Aber du hast hier diesen Bereich, der ist schön dunkel. Und hier auch, ja? Ich finde das gut. Aber ich finde, du hättest da vielleicht auch noch einen Ticken höher schattieren können mit deinen Zähnen. Wärst hier halt einfach nochmal ein bisschen mit hochgegangen. Zähne sind ja wirklich nicht schwer zu machen. Und alles, was so ein bisschen weiter hinten liegt, immer dunkler machen. Einfach mal ein bisschen, also das kann man sich ja merken. Ja? Alles, was hinten ist, dunkler. Und dann, was hinten liegt oder was tiefer ist, ja? Das kann man alles ein bisschen dunkler machen. Und dann kriegst du einfach ein bisschen mehr das Dreidimensionale hin, ja? Wie halt im Auge. Ist ja beim menschlichen Auge auch. Das da drin ist ja tiefer und oben ist es auch tiefer. Nase, genau dasselbe, ja? Die Nasenlöcher, wenn ich so ein Tattoo mache, angenommen, ich habe jetzt hier mein Stencil. Meine Stencil-Linien, die laufen jetzt, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, dann ist das hier vielleicht das Nasenloch. Als allererstes nehme ich mir 100% schwarz und mache mir das, was komplett 100% schwarz ist, 100% schwarz. Und zwar dieser Bereich hier drin, ja? Dieses Nasenloch. Das wird ja komplett schwarz. Ist in den meisten Fällen schwarz. So, jetzt nehme ich mir, ich habe ja diese Magnum, eine große, 15er, 17er, irgendwie sowas. Und gehe dann von diesem Bereich hier auch gleich mit 100% schwarz hier hoch.
hier vorne in diesem Bereich bleibe ich ein bisschen heller, weil der liegt ja weiter. So, und dann gehe ich nochmal hier und könnte vielleicht in der Mitte nochmal ein bisschen einen Tick höher gehen, weil du hast ja in der Mitte, geht ja normalerweise dann immer noch so ein Strich da hoch, ja. So, und anschließend kannst du mit einem helleren Grau, fängst du von hier oben an und schattierst das dann so ein bisschen noch runter. Ja, von der anderen Seite dann. Hier kannst du noch so diesen Bereich, lässt aber an der Nase eine kleine Kante. So, das hier oben leicht schattiert, fertig. Und diese eine Kante, das hier oben, das lässt du, damit du da nochmal mit Weiß so ein bisschen rumgehen kannst, ja. So, und dann hier. So, und so kannst du dann deine Nase schattieren. Und da spielt's, man sieht's ja, ja, selbst hier, es spielt keine Rolle, ob du diese Scharte hier in der Nase, ob du die 100% an dieser Stelle hast. Das spielt gar keine Rolle. Ja, das kann ein Stück daneben sein. Hier war gar keine. Und so baue ich mir dann im Prinzip mein Tattoo auf. So, was haben wir hier noch? Ja, Ohr. Ne? Also im Prinzip ist diese als Stencil ist das gut. Ja, hier guckt ja so ein bisschen Gehirn. Das kannst du im Endeffekt genauso machen. Nimmst dir eine Magnum und machst diesen Bereich hier 100% schwarz. Oder was weiß ich. Und schattierst immer direkt gleich hier so einen Ticken hoch. Jetzt gehst du in den nächsten rein und schattierst das hier so ein bisschen rum. Ich mache jetzt hier nicht das ganze Gehirn. Ich will bloß kurz zeigen, was du danach machen kannst. So, jetzt haben wir diesen Bereich noch. Meistens läuft das ja hier noch so ein bisschen rum. So, jetzt hast du so ein Ticken vom Gehirn. Jetzt nimmst du dann deine 13er Magnum und schattierst hier aus diesem Schwarz einfach noch einen Ticken raus. Oder am besten noch eine größere Magnum. So, und dann schattierst du das hier einfach nur so ein Ticken hoch. Und du kannst ja auch mal, was weiß ich, dass das nicht alles so aussieht wie Würmer, weißt du? Dann kannst du ja einfach auch mal einen Teil ein bisschen tiefer machen, einen Ticken wieder höher, ja? Und so schattierst du dir das mit einem helleren Farbton einfach so ein bisschen raus. Hier nochmal eine kleine Wurst rein. Das hier auch nochmal, so eine kurze Kurve. Und so bekommst du da einfach wieder ein bisschen Tiefe rein, ja? Ich weiß, dass dieser komische Salva oder wie der heißt da, ja, der mit seinen ganzen Pepper-Shades-Kram, YouTube, keine Ahnung was alles, ja. Aber die zeigen euch auch nicht alles, ja. Also ich selbst kenne vielleicht eine Handvoll YouTuber oder Instagramer, Influencer, Tattoo-Influencer, die euch wirklich alles zeigen. Da gibt es super wenige von. Im Prinzip wollen die euch zeigen, wie cool sie sind und was sie wirklich Gutes, was sie können. Aber die wollen euch nicht zeigen, wie es geht. Versteht ihr? Also stehen die ja in so einem Zwiespalt. Wie kann ich jetzt den Leuten zeigen, was für ein cooler Hengst ich bin? Ohne den Leuten zu zeigen, wie es funktioniert. Und glaubt's mir, wenn da jemand sitzt und nimmt da seine Bishop in der Hand und nimmt sich eine Dreier Roundliner und fängt da an, sein ganzes Tattoo mit Peppershades zu machen, dann ist das nicht alles Peppershades. Dann wird da trotzdem reinschattiert. Aber für den Zuschauer sieht es halt einfach aus, als wenn das alles mit einem gemacht wurde. Genauso dieses Blackwork-Tattoo, ja, wo sie mit so einer 128er Soft-Edge Magnum diesen Arm schwarz machen. Wenn du dieses Video mal wirklich analysierst, dann siehst du, dass da vorher der Arm schon komplett schwarz war. Und dann kommen sie mit dieser Magnum und knallen nochmal oben rüber und wischen das dann weg und dann sieht es super schwarz aus. Dann habe ich das gesehen bei Instagram, glaube ich. Da hat jemand ein Blackout-Tattoo gemacht, den ganzen Arm schwarz. Und anschließend mit einem schwarzen Farbbecher das oben rüber gekippt und einmassiert. Totaler Quatsch. Wofür? Das kriegst du doch nicht in die zweite Hautschicht reingepresst. Das liegt einfach nur zwischen der ersten und der zweiten Hautschicht. Da liegt das. Und das ist das, wenn du ein Blackout-Tattoo hast, abends ins Bett gehst, das, was du morgens in deinem Bettlaken hast, das ist das, was zwischen der ersten Hautschicht ist. Das ist so, ja, viele, und das ärgert mich, ja, mich ärgert das auch mit diesem ganzen künstliche Intelligenz, mach mir irgendein cooles Tattoo-Design auf dem Rücken, dann posten sie das bei Instagram rein und Gott und die Welt denkt,
das sind Tattoos, ja. Vor allem Kunden wissen, dass das, denken, dass das Tattoos sind. Wenn ich mir dann die Kommentare darunter ansehe, du bist ein Gott, du bist der Geilste, du bist der Beste, Herzen, ich brauche einen Termin bei dir. Und dann stell dir doch mal vor, du gehst dahin und holst dir denn einen Termin und möchtest dieses Tattoo haben. Und was kriegst du am Ende? Das definitiv nicht. Und das ist eine Sache, die nervt mich einfach. Und das, damit machen wir es ja uns selbst einfach nur viel schwerer, ja. Weil du kriegst ja, wir stellen uns ja selbst, wir erhöhen ja die Norm für so eine, die Qualität eines Tattoos durch dieses ganze künstliche Intelligenz-Scheiß da, stellen wir das ja so hoch, dass es irgendwann unerreichbar ist, ja. Und die Kunden sehen das ja. Das ist wie, ich hatte letztens ein YouTube-Video gesehen, da hat der sich, ich glaube, 14 Tage oder so nur noch durch einen Filter angesehen. Er hat alle seine Spiegel abgehangen. Wenn er sich morgens fertig gemacht hat, hat er das übers iPad gemacht und dort war überall ein Filter drauf. Egal, wo er sich gesehen hat, ein Filter drauf. So, und nach einer Woche ist er zu einem Kumpel gefahren und der Kumpel hat zu ihm gesagt, du hast ja Augenränder, schläfst du zu wenig? Und er kennt sich nur in dem Filter und der war richtig, er hat sich angegriffen gefühlt, weil er sieht doch schön aus. Und als er das Experiment beendet hat, hat er eine ganze Weile gebraucht, um sich selbst wieder zu akzeptieren, weil er einfach sich hässlich fand, ja, wie er wirklich aussieht. Und das ist eine Sache, das geht nicht in die richtige Richtung, finde ich. Ja, und bei Tattoo ist es genau dasselbe. Die schreiben manchmal ja nicht mal rein, ja, dass das irgendwie ein Design ist oder dann steht das nur ganz klein, ein Design, ja. Und was bringt es denn, wenn ich dieses Tattoo sowieso nicht tätowiert bekomme, ja? Dann, ja, ich kann es auch verstehen, ja, dass man solche Filterbilder nimmt. Wenn ich, das ist genauso wie mit meinen Tattoos, ich könnte aus meinen Instagram-Tattoos viel mehr rausholen, ja. Wenn ich mich hinsetzen würde, würde die Dinger bearbeiten und, keine Ahnung, den Hintergrund rausnehmen, dann mache ich den Hintergrund komplett schwarz, ziehe den Kontrast hoch und so weiter. Würde ich hinbekommen, aber für was denn, ja? Weil, meine Kunden sehen meine Bilder auf Instagram und dann entscheiden sie sich dafür, bei mir ein Tattoo zu holen. Jetzt kriegen sie hier bei mir ein Tattoo und jetzt schauen sie sich dann ihr Tattoo an und das ist ja gar nicht so Hochglanz. Oder die Linien leuchten ja gar nicht wie bei Instagram, ja, hier mit Laufspuren und sowas alles. Das ist ja alles gar nicht so. Wem habe ich denn damit dann einen Gefallen getan? Mir oder dem Kunden? Dann lieber so, wie es ist und dann ist es gut. Ist ja nun mal so. Genau, Loki, das sehe ich auch so. Ja, Leute, das war's letzte Bild hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die nächste Woche mit dem Arbeiten.